Hallo, ihr bei Küken oder bei der Rechtsherz mit Kohle aus dem Rosten-Kanal. Aber da haben wir ein Livestream. Dienstagabend, 20.26 Uhr. Oh, Leute, Leute, Leute. Was für ein Tag, oder? Ah, je. Oh, ich hoffe, euch geht's allen gut. Seid gut drauf. Ich bin da. Und heute habt ihr ja gesehen, es gibt mal wieder was zum Testen. Wieder was zum Testen, da freue ich mich schon mal drauf. Endlich mal wieder hier Burger testen. Burger aus dem Aldi. Aldi Burger. Ganz simpel, die ganz billige Version, ohne alles. Da ist ja kein Ketchup oder so dabei. Nada, nothing. Hüb Orange, hüb. Erstmal hier richtig wach werden, bevor hier der alte Mann hier überhaupt in Gänge kommt. Oh yeah. Morgen Zahnarzt. Oh. Ich habe jetzt schon hier. Kriege jetzt schon die Krise. Schwipschwapp eiskalt. Wenn du das trinkst, dann wirst du wach, ja. Jesus. Heute war Dienstag. Na, ist immer noch Dienstag. Heute habe ich beim Essen, was habe ich angemacht? Auf Amazon den Rest von Nosferatu angeschaut, die letzte Folge. Und dann habe ich auf Netflix die Mini-Anime Resident Evil Serie, die neue, also Resident Evil Infinite Darkness angeschaut. War ja nur vier Folgen. War nicht so begeistert davon, muss ich ehrlich sagen. So von der Grafik her und allem war schon cool. Aber ich habe gedacht, erstens mal, dass es viel länger ist und dann gerade mal hier vier Folgen. Ja, moin Jürgen, Kollege, moin Jürgen. Guten Morgen. Auch schon unterwegs oder immer noch unterwegs. Wieder zurück aus dem Fitnessstudio. Heute richtig ausgepowert. Morgen ist super. Morgen? Morgen ist nicht gut, morgen ist Zahnarzt. morgen scheiße. Bei mir ist halt guten Morgen. Wenn man halt immer erst um die Uhrzeit aufsteht, dann. Ja, am Morgen Fitness, mittags Kegeln. Wahnsinn. Ich dachte, da würde ich glaube ich hier zusammenklappen und könnte ich mich in eine Kiste packen. Das wäre zu viel Bewegung für mich. Das wird mein Körper nicht mehr mitmachen. Da wäre hier total. Da wäre total am Ende. Da wäre total am Ende. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heute testen wir ja aus dem Aldi. Hatte ich mir ja mal letzte Woche geholt oder so. Letzte Woche glaube ich. Die Beef Cheese, den Doppelpack Beef Cheese und den Doppelpack Chicken Cheese. Und dann schauen wir mal, welche der beiden hier überzeugen kann. Und das sind halt die ganz normalen Standard 0815 Burger. Ohne alles. Da ist ja kein Ketchup dabei oder sonst was. Es ist ja nur der Bun, das Patty und eine Scheibe Käse. Fertig, aus die Maus. Mehr ist es ja nicht, ne? Mehr ist es ja nicht. Nicht mehr. Ah, sind schon vier Leute da. Yeah. Hyper, hyper.
Also ich habe gar nicht geschaut. Ah ja. Ah, es müsste eigentlich alles passen. Oh, ich bin so richtig, ich hänge so richtig in den Seilen heute. Ob es am Wetter liegt oder sonst wo, ich weiß nicht. So leichtes Kopfweh habe ich auch schon. Immer das Problem, ich bin jetzt gerade mal 20 Minuten wach und wenn du vor 20 Minuten aufgestanden bist, dann bist du ja immer noch nicht so hier im Modus, so. Am besten ist immer was essen. Ich guck mal, was draufsteht. Mikrowelle, 600 Grad, eine Minute. Den Burger ein Stück aus der Verpackung nehmen und erwärmen. Anschließend nach Belieben belegen. Jo, nach Belieben belegen. Ich bin gerade überlegt, ich hab aber nichts mehr zum draufmachen. Ich habe nur noch ein bisschen Senf. Senf kann man noch draufpacken. Muss ja auch schmecken. Das ist jetzt ein Beef Cheese. Beef Cheese. Der hat pro 100 Gramm 252 Kalorien. Und es sind 320 Kalorien, 320 Gramm. Ist es jetzt 320 Gramm insgesamt? Ah ja. Zweimal 150 Gramm Burger und zweimal 10 Gramm. Ach, Ketchup ist da schon drauf. Ah. Woher? Oder ist es noch drunter? Wo? Da steht Ketchup. Rindfleischfrikadelle ohne Fett gebraten. Ohne Fett gebraten. Spitzenqualität mit Gouda und Sesambrötchen. Die nehmen also nicht einen Schmelzkäse, die nehmen einen Gouda-Käse. Oha. Nobel. Kostenpunkt 1,99 € im Aldi. Mit Ketchup im Beutel. Oh. Oha. Eine Gouda-Scheibe. Ich würde sagen, ich hau mir mal so einen rein. Oder? Sind ja auch ein paar Leute da. Die sollen wir jetzt aus der Verpackung nehmen. Aus der Verpackung. Und ihr seht, so sieht er aus in der Verpackung, ne? Sieht er ja noch eigentlich ganz human aus. Er sieht ja noch ganz nett aus, ne? Ah, da unten hängt der Ketchup dran. Da unten hängt der Ketchup dran. Ketchup. Und so sieht das Teilchen aus, ne? Er sieht ja so eigentlich ganz gut aus. Nur, jetzt, ah nein, es klebt noch nicht. Sehr schön. Dann machen wir mal, drehe ich mal hier um. Und, ah. Nice. Hier seht ihr das Patty. Ganz normales, von der Dicke her, Patty, kann man eigentlich nicht meckern, ne? Kann man ja nicht meckern. Wo geht es jetzt hier am besten auf, ne? Ich habe gedacht, da ist gar kein Ketchup dabei. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Zumindest mal Ketchup dabei. Das ist nicht schlecht. Dann hau mal den Ketchup hier drauf. Ganz normaler Ketchup. Also wenn Sie den Ketchup genommen haben, wo es im Aldi gibt, diesen Billig-Ketchup, der ist wirklich nicht schlecht. Der Aldi-Ketchup ist nicht schlecht, Leute. Jetzt machen wir das hier mal wieder drauf. Rip. Dieses Patty, ne? Basteln wir mal hier wieder drauf. Und jetzt habe ich halt hier nichts drauf, das macht aber nichts. Drauf geschissen hier, auf gut Deutsch gesagt. Und dann haben wir jetzt das Burgerchen und dann machen wir hier, piekse ich da rein, damit er mir hier nicht runterrutscht. Reingepiekst. Und so mache ich es jetzt in die Mikrowelle rein. Mach's hier schön in mein Ding hier rein und dann mal ab in die Microwave. Ne? Mal hier mal auch in Kisten. Ne? Mal einen testen. Oh.
Ketchup nach dem Erwärmen. Na, das kommt alles zusammen rein hier. Wenn es warm ist, dann kannst du es ja nicht mehr auseinander machen. Dann ist zu spät. Du musst jetzt im kalten Zustand machen. Wenn er aus der Mikrowelle kommt. Klar, ich könnte jetzt nur das Patty reinmachen, aber dann habe ich das Problem mit dem Käse warm machen. Ich hätte zwar mal einen Bunsenbrenner, aber da ist kaum noch Gas drin. Und könnte das Brötchen toasten, aber das ist mir alles zu viel Arbeit. So, Ketchup vorher drauf, kriegst du noch die ganzen Komponenten gut auseinander und dann in die Mikrowelle und dann hier Mamschi Mamschi. Ganz easy. Wie? Moment mal. I take a look. Noch ein paar Sekunden, paar Sekunden. Ein paar Sekunden, Leute. Paar Sekunden. Und dann kommt der große Clou. Dann kommt der große Clou. Jetzt holen wir das Teilchen hier raus. Und Moment, jetzt probiere ich. Als allererstes Mal probiere ich jetzt was. Ich muss mal was kurz gucken. Mal kurz was gucken. Moment mal, ich muss mal kurz schauen. Das funktioniert erstmal noch nicht. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich hier. Okidoki. So, dann wollen wir mal. Ich probiere mal was. Start. Checkt das jetzt oder nicht? Ich zeige euch jetzt mal was. Ich probiere mal. Ihr seht, ich habe mein Tablet in der Hand. Und jetzt probiere ich mal, euch das zu zeigen. Video geht. Ah, war ganz klar. Moment. Seht ihr den Burger hier? So sieht der Burger aus. Coole Sache. Man könnte natürlich auch kleiner machen hier, ne? Also so sieht das Teilchen aus. So ganz entspannt halt. Ich halt nur eine Spielerei. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich es auf die Reihe bekommen habe. Hier seht ihr meinen Laptop. Hier seht ihr mein Headset. Und da ist der Burger jetzt vor mir, ne? So ganz entspannt hier. Feine Sache, oder? Ein Feini. Ein Feini. So, dann machen wir das mal wieder weg. Genug geschaut, ne? Für heute. Es langt mal wieder. Und dann werden wir uns hier ganz genüsslich hier reinstürzen. In den kleinen Kollegen, diesen kleinen Burger hier, ne? Werden wir jetzt ganz geschmeidig verköstigen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich es hinbekommen habe. Ich habe es hinbekommen. Mit dem Droid Cam. Nur was scheiße ist, um die ganzen Features zu haben, musst du die Pro-Version kaufen. So mit Effekten und Kamera drehen, du kannst beide Kameras benutzen. Und so habe ich halt nur die hintere Kamera. Das ist scheiße. Das mag ich nicht. Ich wollte eigentlich die vordere Kamera. Und die gibt es nur, wenn du die Pro-Version kaufst. Mist. Und so sieht das gute Teil jetzt aus.
Ganz lecker und entspannt hier. Schön der Gouda. Bin ich mal gespannt, wie der Geschmack ist. Und dann hauen wir mal rein, oder? Reingehauen. Big Bite. Ja. Man schmeckt auf jeden Fall sofort das Beef raus. Beef hat einen guten Geschmack. Guter Geschmack. Von dem Gouda ist immer noch tausendmal besser wie so ein Billig-Schmelzkäse. Wenn man denkt, es sind ja zwei, es ist ein Doppelpack Burger. Das heißt, ein Burger kostet allein nicht einmal 1 Euro. Du hast Goudascheibe, guter Käse im Vergleich zu Scheiblette oder so dieser Schmelzkäse. Du hast ein schönes Bun und du hast Ketchup dabei. Unter 1 Euro. Also, und das Fleisch schmeckt man schön raus, hat einen schönen Geschmack. Man schmeckt, es ist Fleisch. Also, hallo? Kann man wirklich essen? Das Ding kostet jetzt nicht einmal 1 Euro. Nice. Und wenn man jetzt das Bann noch vorher toastet oder so. Wunderbar. Kann man echt essen. Wirklich gut. Für einen Mikrowellenburger, für den billigsten der billigen Mikrowellenburger. Einfach gut, einfach gut. Oh. Schmeckt wirklich gut. Da kann man nicht meckern. Kann man wirklich nicht meckern. Ja, moin, Psychiater. Hallo, bin heute leider zu müde zum Burger gucken. Alles klar, der Psychiater. Ja, moin, Fake Pandemie. Danke, Psychiater, für deinen Follow. Moin, moin, Fake Pandemie. Kann man den auch im Backofen zubereiten? Im Backofen? Natürlich, oder? Backofen vorgeheizt, Ober-Unterhitze. Bei 160 Grad circa 12 Minuten. Also bei 12 Minuten im Backofen bei 160 Grad. Aber dann, ich glaube, ist das Patty, das Burger Bun ist dann total trocken und der Gouda, der ist sonst wohin geschmolzen. Also mit 12 Minuten, das kann nicht hinhauen. Da steht 12 Minuten drauf. Alles ja Quatsch. Alles ja Quatsch. Alles klar, Psychiater. Dann schlaf gut, erhol dich und bis zum nächsten Mal halt, ne? Jederzeit herzlich willkommen. Jetzt schauen wir mal, was da Chicken Cheese kann. Der Kollege hier. Ach, du hast keine Mikrowelle. Alles klar, Psychiater. Man sieht sich, hoffe ich doch, ne? Man sieht sich. Ich bin halt immer noch begeistert davon, dass da hier eine Gouda-Scheibe drauf ist und kein Schmelzkäse. Gouda. Das ist Hähnchenfrikadelle. Hähnchenfrikadelle gebraten, Spitzenqualität. Mit Gouda im Sesambrötchen mit Ketchup im Beutel. Und da haben 100 Gramm 250 Kalorien. Und der Kollege Beef hatte ja nur 200.
Ah nein, Beef hatte 252 Kalorien und der Cheese hat 200, der Chicken hat 250. Da wollen wir das ganze Teil mal hier auch in die Mikrowelle machen. Aber jetzt schmiere ich gleich noch ein bisschen Senf drauf. Nein, das machen wir beim zweiten. Machen wir noch Senf drauf. Jetzt ganz erstmal, wie sie es gehört, Ketchup unten. Ketchup hier auch runterpuppeln. Schönes Patty. Bun. Horst. Und hier so schönes Hähnchen. Chicken, Chicken. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ein Winner, Winner, Chicken Dinner. Yeah. Machen wir wieder einen Ketchup drauf hier, ne? Aber zumindest mal klappt es mit der Cam. Immerhin habe ich das hinbekommen. Ich habe mal was hinbekommen. Ich bin so. Und ich meine, das Problem ist halt, die Cam von meinem Tablet ist ja tausendmal besser wie meine Webcam, ne? Von der Qualität her. Die ist ja tausendmal besser. Aber ich habe halt nur die hintere Kamera. Weil sonst müsste ich die Pro-Version kaufen. Um ja auch die Frontkamera zu nehmen und alle anderen Features. Scheiße. Es nervt mich. Aber immer das Gleiche. Psychiater ist mein Ar Ach, das ist dein Arbeitskollege, Jürgen. Ah, dein Arbeitskollege, cool. Wow. Hättest du mir ja auch sagen können, ne? Arbeitskollege von dir. Und der ist jetzt schon müde. Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Hau mal das Ding jetzt mal hier an. In die Mikrowelle. In the microwave. Immerhin habe ich jetzt meine Android Cam. Android Cam. Holy moly. Schießträger. Und auf die zweiten Burger machen wir noch. Ich habe noch einen Rest von meinem Lieblingssenf. Und alles selber bezahlt natürlich, ne? Nur noch ein Rest drin. Ist ja mein absoluter Lieblingssenf. Der Maillet. Dijonais, der beste Senf, den es gibt auf der Welt. The best, the one and only. Gib ich jedem nur einen Tipp oder den Ratschlag, sich den zu kaufen. Absolut geniales Teil. Der ist das Schaffe nicht mehr gewöhnt. Ach, der ist Schaffe nämlich gewöhnt. Was für Burger gibt's Schönes? Guten Morgen, Givi TV. Wir haben jetzt schon den ersten, es sind ja zwei, immer ein Doppelpack, aus dem Aldi, den Beef Cheese haben wir jetzt schon probiert, einen davon von dem Doppelpack, war wirklich gut. Und jetzt habe ich gerade in der Mikrowelle den Chicken Cheese aus dem Aldi, auch im Doppelpack. Chicken Cheese. Chicken Cheese. Kostet 1,99 € so ein Päckchen. Also nicht einmal 1 Euro für einen Burger mit Ketchup. Ah, da schmilzt schon eine Sekunde zu lang gewartet und schon schmilzt der Käse weg. Das hasse ich. Muss mal den Käse hier raufpuppeln, ja. Hot. Oh, leck mir Marge. Jesus. Ich muss den auf die Folie stellen, weg im Käse. Weil ich habe ja nur hier ein Holzbrettchen. Ich muss den hier auf das Plastik machen. Moment. Jetzt machen wir wieder hier den großen. Wenn es doch klappt, dann mein. Ich nehme jetzt wieder mein Smartphone. Und aktiviere nochmal hier meine Tablet-Cam. Meine Tablet-Cam. Oh, Burger. Hier seht ihr jetzt diesen extravaganten Burger hier, ne?
Und natürlich auch hier mein Laptop. Mein Laptop im Hintergrund, aber das ist ja hier der Hauptakteur, ne? Dieses Burgerchen aus dem Aldi, nice in Szene gesetzt. Man muss ja hier schön gucken, ne? Oh, Leute, kriegt ihr da nicht Hunger? Kriegt ihr da nicht Hunger? Ja, werde ich die Kamera abmachen. Kriegt ihr da nicht Hunger? Kurz warten, schon noch heiß, ne? Nicht, dass ich der Rost hier noch die Pfoten verbrennt. Also du bist satt. Ist dort wenigstens Soße drauf oder dabei? Ja, Ketchup ist so ein das ganz normale Standardtütchen Ketchup auch noch dabei. Du bist satt. Was gab's denn Leckeres bei dir, Givi? Gut. Oh, wenn die Sache nicht so heiß wäre. Cheese, der Cheese. Oh. Hey, da hat ja jemand von meinem Burger schon abgebissen hier. Wir hauen mal rein, oder? Big Bite. Mexico Style Wraps. Oh. Big Bite. Mit Chili con. Oh, lecker. Hol. Hol. Hallo, Weibel. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen heiß. Man muss halt im Gespür haben, nicht zu lang drin lassen, sodass wenn der Käse schon am Boden ist, dann ist wieder zu lang. Er muss dann so gerade am Laufen sein, aber noch nicht den Boden erreicht haben vom Runterlaufen. Dann ist er genau richtig. Ich habe halt gerade ein paar Sekunden zu lang drin gelassen. Ich liebe auch Chili con Carne, liebe ich auch. Big Bite. Von dem Chicken Bun Patty. Ich komme immer durcheinander. Bun Patty, Chicken Patty. Im Moment merke ich noch nicht so viel. Und jetzt, das ist das Problem, wenn er warm ist, man kriegt ihn ja nicht mehr auseinander. Man muss halt immer vorher alles drauf machen. Bei diesen Billigdingern. Ich wollte gerne mal so ein Stück. Ich reiß mir mal so ein Stück Chicken ab. Also das Chicken an sich, dieses Patty, das ist unwahrscheinlich fettig. Unwahrscheinlich fettig. Also das müssen sie im Fett frittiert haben, ertränkt haben, ersäuft haben, was weiß ich. Wahnsinn. Oh. Von dem Hühnchengeschmack merkt man gar nicht. Wenn ich daran denke, im Vergleich zu dem Doppelpack Billig Chicken Burger aus dem Lidl, die schmecken so geil nach Hühnchen und die haben gar keinen Geschmack. Hallo, Gurken und Röstzwiebeln fehlen noch. Ah ja, hast du recht, Big Size. Hallöchen, Hallöchen. Gurken und Röstzwiebeln. Ich würde halt auf jeden Burger, würde ich halt immer einen richtig geilen Käse machen. So ein Gorgonzola oder so. Ein Roquefort. Immer so einen schönen Blauschimmelkäse, wo richtig Power hat. Würde ich auf jeden Burger packen. Und noch eine Scheibe Lachs. Auf jeden Burger immer noch eine Scheibe Lachs drauf.
Also der Herr ist ziemlich schwach. Weil ich habe ja damals vor 3 Wochen, wo ich sonntags mal meinen Frühshoppen hier gemacht habe auf Twitch, wo wir die ganzen Burger und Fertigprodukte gegessen haben, da hatte ich ja diesen Doppelpack Chicken Burger aus dem Lidl. Und der hat so schön intensiv geil geschmeckt. Auch für 1,99 der Doppelpack, aber der schmeckt gar nicht. Der hat keinen Geschmack, da gar nichts. Null, nada, niente. Aus die Maus. Kurios. Der Beef war geil. Der hingegen schwach. Aber wir haben ja noch einen. Ist ja ein Doppelpack. Wir haben ja jeweils noch einen Kollegen. Auf jeden Burger gehört eine vernünftige Soße, nicht nur Ketchup. Was ich drauf machen würde statt Ketchup, wäre zum Beispiel der Dijonais-Senf und eine Sardellencreme, eine Sardellencreme. Und da gibt es ja dieses Taramas. Das ist so eine Fischrogencreme. Mega geil. Gibt es beim Türken zum Beispiel Taramas. Wow. Oder so ich hab's mal immer früher beim Thailänder geholt. Es ist so eine, wie eine Art, eine Erdnusssoße, aber nicht diese 0815. Und die gab es beim Thailänder, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die ist so mega geil. Wow. Oder halt eine Sardellencreme. Aus Sardellen. Wow. Das ist Geschmack. Aber jetzt hauen wir noch hier nochmal den Beef Cheese Burger rein mit Ketchup und diesmal mache ich noch meinen Senf drauf. Ich gebe meinen Senf dazu, ne? Wo bekommt man den Senf? Ja, den bekommst du überall. Also im Edeka gibt es ihn auf jeden Fall, im Edeka, im Kaufland, bei Rewe, im Discount, also bei Penny oder so natürlich nicht. Ja, hi Barak 420. Was gegönnt? Rosti, was gegönnt? Was? Was? Ach so, was geht? Immer. Ich habe noch ein bisschen was zum Essen. Was geht? Ist aber allerdings teuer, ne? Dieser Senf ist teuer. So ein Glas Senf, das kostet bei uns 3,29 €. 3,29 €. Gerade erst aufgewacht, oder? Ja, so kurz nach 8 bin ich aufgestanden. Kurz nach 8. Irgendwie mag ich aber meine Tablet Cam. Meine Tablet Cam mag ich. Ist halt nur immer umständlich, das Tablet zu nehmen und hier. Ne, Scheiße. Gerade weil ein Tablet ja auch ein bisschen größer und schwerer ist wie jetzt ein Smartphone, ne? Machen wir mal da unten hier, machen wir den Ketchup hin. Schön hier den Ketchup drauf machen. Nee, nee, nee. Alles schön hier drauf. Ich habe halt nichts mehr zu Hause, keine Mayonnaise mehr oder so. Alles weg. Wo ist denn jetzt hier mein Messer? Ist mein Messer weg? Das gibt's doch. Wo ist mein Messer? Ist Messer verschwunden? Ja, gibt's. Nein, da unten ist. Hier ist. Hier mal schön den Ketchup noch verteilen, ne? Auf der Unterseite vom Bann. Unterseite vom Bann. Wo ist die Bettmikrowelle, mein Freund? Die Mikro. Okay, werde mal bei Rewe schauen. Tu das. Gibt's auf jeden Fall. Maillet ist ja die Weltmarke in Sachen Senf aus Frankreich. Ist halt vom Preis her teurer, aber halt, es ist absolute Spitzenprodukt in Sachen Senf. Es gibt da von Maillet hunderterlei verschiedene Sorten von dem Senf. Aber du musst den Dijonais nehmen, der mit Mayonnaise.
Dijon-Senf und Mayonnaise. Weil der hat so viel Power. Wow. Danke für deinen Follow. Sir Coli. Sir Coli. Und jetzt nehmen wir hier den Senf und machen es auf die Oberseite vom Deckelchen. Wo ist mein Messer? Schön ja den Senf oben drauf. Oh. Das gibt Geschmack hier, das gibt Taste. Ja, moin, ich liebe Tom Heise. Rösti, ich freue mich wieder auf deinen entspannten Abend mit dir. Mahlzeit, Dankeschön. Mahlzeit sagt auch Sir Kroll. Sir Kroll, habe ich das richtig gelesen? Hallöchen und danke für deinen Follow. So, machen wir Deckel wieder drauf hier, ne? Deckel wieder drauf. Deckel wieder drauf. Wieder reinpieksen, ne? Damit er nicht hier davonrutscht. In der Mikrowave, in der Microwave. Und dann hauen wir das Ding wieder rein. Ne? Ganz entspannt. So, aber diesmal nicht zu lange drin lassen. Rosti, magst du Tom Heise? Hast du das nicht gestern schon gefragt? Ich kenne ihn nicht. Jupp Rosti, Sir Kroll, Sir Kroll. Kroll. Kroll, ist das nicht irgendwo aus dem Film? Kroll? Ich kenn doch keinen Tom Heise. Tom Heise. Knusprig, knusprig. Knusprig. Es wird knusprig. Lecker, lecker. Oh. Nur nicht zu lang drin lassen. Ja, noch ein paar Sek 2, 3 Sekunden. 2, 3 Sekunden. Und dann machen wir noch einmal hier meine Tablet Cam. Noch einmal. Einmal Tablet Cam. Ah, jetzt ist er genau richtig. Jetzt ist er genau richtig. Jetzt ist er genau richtig. So, das machen wir nochmal. Nur hier spaßeshalber, ne? Nur spaßeshalber. Er halt immer umständlich, das Tablet in die Hand zu nehmen und dann hier dieses Teil hier zu filmen. Muss ich erstmal hier aktivieren, ne? Wir machen nochmal hier Tablet Cam. Hier seht ihr wieder diesen Original Chicken hier. Ah, schön mit Käse, schön mit Käse. Und im Hintergrund immer schön mein Laptop, ne? Lecker, oder? Ja, dann wird es euch doch anders, oder? Da kriegt man doch Lust hier auf reinbeißen. Oder nicht? Oder doch? Oder wohl? Hm? Kann man doch abmachen, oder? Oh, lecker. Yum, 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 yum. Nur, ist halt nur eine Spielerei, ne? Aber alles umständlich, mir viel zu umständlich. Muss ich ehrlich sagen. Ohne dass ich die Frontkamera nutzen kann, ist einfach zu umständlich. Sehr schön, Tablet Cam mit reinbeißen. Eine Umfrage vorschlagen erhalten. Ist noch kein Mod da, glaube ich, heute. Was mag Rösti mehr, Curry King oder Big King? XXL. Hatten wir die Frage gestern nicht schon? Ich muss überlegen, welche Seite beiße ich rein. Hier ist die Käseseite. Und hier ist die Burgerseite. Ich glaube, ich beiße hier mal rein. Ich habe jetzt sehr Lust aufs Reinbeißen. Big Bite! Komm, beiß mich! Käse zuerst. Käse. Dann beißen wir halt in die Käseseite. Rösti, wann bist du heute schlafen gegangen? Oh, ich schaue da nicht auf die Uhr.
gleich ein ganz anderes Aroma mit diesem richtig scharfen Dijonesen. Wow. Geil. Nice. Saftig. Ich kann nicht das Tablet in der Hand hier halten und gleichzeitig essen, das geht nicht. Und ich habe halt die Frontkamera nicht, ich habe nur die hintere Kamera. Weil wenn du die Frontkamera noch haben willst und alle anderen Features, dann musst du dir eine Pro-Version kaufen von dem Android, Droidcam, dieser App. Und ich zahle doch kein Geld, nur damit ich die Frontkamera habe. Was natürlich viel einfacher wäre. Ja. Hör die Scheiße. Da hast du halt nur ein paar Features. Und dann schaust du in die Röhre, ne? Shit. Lecker. Und so müsste ich ja immer die Kamera, das Tablet rumdrehen und sehe ja nichts, was ich überhaupt filme, ne, wenn ich es jetzt umdrehe. Also sprich, zu mir filmen lassen würde. Dann sehe ich aber nicht, was ich überhaupt filme. Das ist doch Kacke. Und ich bräuchte eine Halterung, wo ich das Tablet festmachen kann, damit ich so ausschwenken kann. So muss ich es immer heben und das ist Kacke. Ich habe halt keine Halterung. So wie ein Arm gibt es ja, wo dann mit dem Tablet in den Arm reinmachst und dann kannst du hier schön. Das fehlt mir halt. Ja, kann man wirklich öffnen. Sind das 5 Bisse? So viel Bisse brauche ich nicht. Also wenn ich schnell essen würde, wäre es, also drei Bissen wird glaube ich lang. 3 Bissen für so einen kleinen Burger würde lang. Dann hauen wir uns jetzt noch den letzten rein, diesen nochmal diesen Chicken Burger. Chicken. Chicken, Chicken. Ja. Oh, der Käse. Der Käse will schon abhauen. Da muss man wieder drauf bauen. Road to 3 Bisse. Ja. Ihr wisst ja, umsonst ist der Tod hier. Umsonst ist der Tod. Was sind wir denn hier? Schön den Ketchup wieder verteilen. Und irgendwie, auch wenn ich habe ja so viele Mikrowellenburger schon getestet, irgendwie bin ich so, auf gut Deutsch gesagt, so geil auf das Zeug. Warum auch immer. Ich liebe das einfach, dieses im Prinzip Popelessen. Billig essen aus der Mikrowelle, irgendwie stehe ich da drauf. Rösti, schöne Grüße von doofen Schmerz. Wenn du es schaffst, bist du eine Legende. Wie in 3 Bissen. Moment, ich muss erst noch hier ein bisschen Senf drauf machen. Ein bisschen Senf, ein bisschen Senf. Auf die Unterseite von dem Chicken, damit wenigstens mal das Chicken hier ein bisschen Geschmack hat. Ich habe mal vor Jahren, da gab es diese einzelnen Chicken Burger im Aldi. Ist aber schon gut 2 Jahre her oder 3 Jahre her. Die waren richtig lecker, die Chicken Burger. So eine große Packung einzeln. Die waren mega geil. Aber das hier, der ist enttäuschend. Rösti hat Hunger, ach so ja.
Rosti, kennst du eine Candice? Nein. Ich kenne keine Ladies außer meinen Moderatorinnen. Außer den Ladies von hier, bei mir, die mir unter die Arme greifen. Warum die heute nicht da sind, weiß ich zwar auch nicht. Wo sind meine Ladies hier? Ist die auch, ist jetzt auch eine Influencerin? Dann kann es sein, dass ich den Namen schon mal ge gehört habe. Wenn es eine Influencerin ist, also auf Twitch, dann habe ich sie mit Sicherheit auch irgendwo schon mal gesehen. Weil ich habe mir erst heute wieder das neueste Video von German Twitch Clips angeschaut. Nee, Twitch Clips Germany angeschaut. Twitch Clips Germany. Auf YouTube kam mir heute wieder das neueste Video raus auf YouTube bei von German Twitch Clips. Kann sein, dass ich sogar da dabei war, aber ich mach mir da aus den Ladies eh nichts. Wann kommt, jetzt kommt, ich bin am Fan-Treffen. Fan-Treffen. Leute, Fan-Treffen. Wo willst du es? Ja, ich kann sagen, komm, wir treffen uns hier bei mir. Kommt alle zum Mac-Mac-Mac-Dreck da und ladet mich ein oder was? Mysteriös. Kommt her und bringt nur genug Geld mit. Der Rosti hat Hunger, ne? Wir treffen uns beim Burger King oder hier bei Kentucky Fried Hammer Chicky Bang da MCS auf meinen Nacken. Was? Aldi Süd. Aldi Süd. Ja, wir treffen uns bei Aldi Süd hier. Wir haben drei Aldis. Wir treffen uns beim Aldi. Bei uns gibt es drei Aldi. Ah, noch ein bisschen. Ein kleines bisschen noch. A little bit noch. Und dann kann man hier verhamir Mami. Fan-Treffen. Freunde. Ich habe in nächster Zeit so viele Termine. Ich habe morgen früh, muss ich auch wieder zum Zahnarzt, habe wieder Zahnarzttermin morgen früh. Und dann beginnt halt für mich wirklich eine schwierige Woche noch. Oder ein der Rest schwieriger Monat. Was haben wir denn heute? Ah, heute ist der 13. Muss unbedingt eine E-Mail schreiben. Muss unbedingt E-Mail schreiben. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Rösti, hast du da ein Security-Shirt an? Daraus folge ich, dass du ein Türsteher bist. Dieses Security-T-Shirt hat zwar nichts mit dem zu tun, aber ich habe einen Sicherungsschein. Ich habe einen Sicherungsschein, ja. Ich hatte ja mal eine Firma für Veranstaltungstechnik und war da auch zuständig für den Security-Bereich. Vier Bisse, da ist der Burger weg. Boah, Moment. Ach, mein kleines Burgerchen. Er schätzt es noch ein bisschen warm, ne? Vorbeiz. Barack sagt früher bei vier Bisse. Ja, ich habe früher in dem Bereich gearbeitet, ja. Unter anderem Chicken mit Ketchup und Dijonnaise. Voll planlos. Mal schauen, ob ich das in vier Bissen schaffe. Jetzt kommt ja erstmal der erste Biss ganz geschmeidig. Ich bekomme auch ein Long Chicken in drei Bissen weg. Ah, Long Chicken. Ich liebe auch Long Chicken. Yummy. Darfst du eine Handfeuerwaffe mit dir führen? Ich brauche keine Handfeuerwaffen. Ich habe hier noch irgendwo meine Handschellen rumliegen. Das brauche ich nicht. Eine Waffe ist immer gefährlich, immer gefährlich. Brauche ich nicht. Will ich auch gar nicht.
Weil man weiß nie, was man mit dem Ding letztendlich macht, wenn man in einer bestimmten Situation ist. Selbst wenn du damit die führen darfst. Es ist immer so eine Sache. Nachher tust du irgendwie die benutzen und der andere geht dabei drauf, ist immer scheiße. Hilf! Hilf! Ich habe zwar ein altes Smartphone, aber ich habe keinen Vertrag, ich habe keine Prepaid-Karte. Also nein. Aber es liegt noch eins rum, ja. Es liegt noch eins rum. Mal gucken. Ui. Ui, Memo. Ui. Irgendwo liegt's. Irgendwo habe ich's doch hingeschmissen. Rösti, das waren drei Bisse, du bist der Beste. Ja, der erste ist ja mal ganz ein dezenter Biss und dann einen größeren und dann den Rest reinstopfen. Das ist mein Handy. Das ist mein Smartphone. Es ging auch mal. Also letztlich ging es noch. So. Wahrscheinlich ist der Akku jetzt leer. Aber es geht. Mein Sony Xperia. So ein altes Teil habe ich da rumliegen. Guck mal, was für ein Feini. Ein Feini. Auf jeden Fall habe ich eins. Aber halt keine Karte oder so. Nix. Nichts, nada, niente, ne? Kann ich mir nicht leisten und eine Karte bekomme ich nicht, weil du musst dich ja legitimieren mittlerweile per Post-Identity, also ID-Verfahren oder halt online machst du das und da gibt's halt bei mir klappt es halt nicht. Ich habe jetzt noch eigentlich noch einen Rest Nudeln. Weil ich heute Mittag sehr wenig gegessen habe von meinem Rest, wo ich mir. Ich bin ja zurzeit etwas sparsamer und es ist jetzt der allerletzte Rest Nudeln, wo ich habe. Extra aufgehoben. Ich hätte eigentlich heute zu meinem Essen essen sollen, aber ich habe mir gedacht, nein, dann habe ich nichts beim Livestream. Also heute nochmal Nudeln, nur für euch aufgehoben. Mein eigentliches Mittagessen. Also ein Teil davon. Meine letzten Nudeln, wo ich im Haus hatte. Und jetzt habe ich nämlich nichts mehr. Ja, das war, sind die letzten Nudeln. Jetzt heißt es dann für mich Heilfasten. Heilfasten. Das letzte warme Essen sozusagen. Ne? Also, Punktevergabe, Punktevergabe. Ja, hallo, das Wichtigste. Diese Beef Cheese von Aldi im Doppelpack für 1,99, wo ich alles selber bezahlt habe. Gerade weil ein schöner Gouda dabei ist, nicht so ein 0815 Standard Schmelzkäse. Der Ketchup ist dabei. Was glaube ich beim Lidl? Ist beim Lidl auch dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber der schmeckt auf jeden Fall viel besser, der vom Lidl. Lidl ist High-End. Man schmeckt den Beef, schmeckt man gut raus. Da gebe ich dem eine stabile. Schwierig. O ohne Fett gebraten. Merkt man auch irgendwo. Im Vergleich zu dem Chicken. Der ja so fettig war. Also ich gebe dem wirklich, da es ein Fertigprodukt ist. Das billigste Burgerprodukt, wo es gibt, gebe ich dem eine gute. Weil besser kann man sowas eigentlich dann gar nicht machen. Schönes Bun. Schönen Patty, Scheibe Gouda, Ketchup, gebe ich 8 Punkte.
Man muss ja auch sagen, es ist ein Mikrowellenburger. 8 Punkte. Es hat alles in dem erfüllt. Punkt. Ein paar Gimmicks wären natürlich noch klasse gewesen, aber dann kostet natürlich gleich mehr, ne? Dann spar doch dein Burger-Rösti, nicht, dass du hier magerst. Nein, ich brauche ja auch was für den Livestream. Darum esse ich das dann lieber im Livestream. Und mache hier sonst halt im Real Life meine Heilfasten. Komm mal zu diesem Chicken, Cheese Chicken. Von dem Chicken Cheese Doppelpack, auch für 1,99 aus dem Aldi, bin ich richtig enttäuscht. Ayukon, Hallöchen, Hallöchen, bin ich richtig enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Gerade weil ich mir so drauf gefreut habe, auf diesen Chicken-Geschmack. Und bei dem letzten, wo ich aus dem Lidl gegessen habe, da war es so intensiv, so geil, dieser. Genau, auch so ein Doppelpack Chicken Burger. Der war so lecker. Und der hier, dieses Patty, schwimmt in Fett. Wenn du jetzt dir ein Stück abreißen tust und drauf drückst, läuft da gerade das Öl raus. Geschmacklos geht gar nicht. Seit wann streamst du? Ja, heute oder schon insgesamt? Wie viele Jahre? Wie viele Jahre ich das schon mache? Und heute kurz nach 8. Also ich gebe den Teil, weil geschmacklos ist. Generell. Also ich mache jetzt so knapp 5 Jahre YouTube und habe hier circa 4 Jahre meinen Kanal. Nur mache ich erst seit ein paar Wochen, bin ich auch auf Twitch jeden Tag unterwegs. Ansonsten bin ich eigentlich auf YouTube seit 5 Jahren. Aber den Kanal hier gibt es auch schon über 4 Jahre. Feuchtes bist. What? Cheese. Der Kolber hier mit Follow. Den kennst du. Ach du, ach du, ach du. Was? Also ich gebe dem Teil, nur weil er eine Scheibe Gouda hat. Und für den Ketchup gebe ich 2 Punkte. Mehr das Teil nicht verdient. 2 Geschmackspunkte. Total Reinfall. 2 Geschmackspunkte. Das geht nämlich nicht hier. Mit Follow. Ja. Den kennst du ja. Ah ja, der Koll hat vorhin Follow gemacht, ja. Wieso glatt? Glattissimo. Glattissimo. Herr Jürgen, feuchte Dösen, pass auf, wenn du zu Meister Rösti sagst. Ja. Ich frage mich nur, wo meine Mods sind. Wo sind meine Ladies? Bin wieder weg, Arbeit ruft. Alles klar, Sir Kroll. Ich wünsche was, der einzig wahre Mann. Meister, ich habe mir heute ein Cremissimo-Gedenkeneis geholt für dich. Ah, cool. Cremissimo, I love it. I love it. Noch die Nudeln noch mal anmachen, ne? Lecker. Lecker Schmecker. Coole Sache. Ein Cremissimo. Ich weiß, ich habe noch ein Cremissimo, habe ich noch im Gefrierschrank. Aber das hebe ich mir auf. Ein Cremissimo Pistazie habe ich nämlich noch eingefroren. In der Gefrierschränkchen. Im Gefrierschränkchen. Jetzt sind die 4 Burger weg, ja? Da ist halt nichts dran an solchen Dingen, ne? Es ist einfach nichts dran. Obwohl, die aus dem Penny sind viel leichter wie die. Also da ist nicht so viel drin. Da waren ja jetzt 320 Gramm und die im Penny, die sind auf jeden Fall weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du mal einen Kochstream machen? Wenn ich mal hier irgendwie meine Küche umstellen könnte, ja. Wenn, dann geht es nur in der Küche. Hier im Bett, schwierig. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre vor mir so ein Fondue-Topf. Könnte ich vor mich hinstellen, vom Platz her. Im Bett. Aber das ist halt auch immer gefährlich, ne? Schwappt dir das heiße Fett hier ins Bett über meine Beine. Das ist auch Kacke, ne? Oder deine Küche zeigen. Jetzt warte mal erst, ich warte jetzt erstmal ab.
wie sich das hier alles so entwickelt auf Twitch und dann Stückchen für Stückchen, nicht alles auf einmal und danach kommt keiner mehr. Einfach mal schauen, wie sich das hier auf Twitch entwickelt, weil wenn hier alles so weiterläuft, ist wunderbar, dann kann man schon einiges noch machen. Aber jetzt hier gleich, wie sagt man so schön, am Anfang das Pulver verschießen und danach kommt keiner mehr, ist ja auch scheiße, ne? Also lieber erstmal nicht alles zeigen, sondern mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Wie es gehört, ne? Ich fühle mal an den Topf, ob er schon warm ist. Noch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen. Das sind jetzt ein Rest Macaroni mit, wenn man Rest Tomatensauce, also so Tomatensauce aus dem Glas und Hollandaise, Hollandaise. Aber nur ein Rest halt, ne? Und ich glaube, meine Mods haben mich verlassen heute. Meine Mutter hat mich verlassen. Einmal größte Merkagen, oder? Es mag mich keiner mehr. Gibt mir jetzt aber schon zu denken, ne? Geheimnisvoll bleiben. Ja, ich sag ja nicht alles gleich hier sich offenbaren hier und alle, oder wie sagt man so schön, blank ziehen und alles zeigen, sondern. Mal gucken. Also ist schon kurios. Meine Ladies sind eigentlich immer am Start. Immer. Ich hoffe mal, dass nichts passiert, ne? Man weiß ja auch nie, wer kommt. Vielleicht Unwetter oder so. Kann ja auch alles sein. Ich brauche jetzt erstmal Nikotin hier. Deswegen sollte ich Mod werden, oh ja. Nö, nö. Der ist Bäcker, ja. Ich bin Bäcker, ja. Gelernter Bäcker hier. Mein Gesellenbrief, der liegt, glaube ich, im Bad auf dem Kühlschrank. Da habe ich ihn, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Im Bad auf dem Kühlschrank. Ich habe ja im Badezimmer einen Kühlschrank stehen. Ist schon scheiße, wenn man zu viele Kühlschränke hat und nichts drin, ne? Es ist so traurig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe drei große Kühlschränke und hier oben noch einen kleinen Camping-Kühlschrank. Den habe ich aber nicht im Betrieb. Die anderen drei Kühlschränke sind alle im Betrieb und in keinem ist irgendwas drin jetzt mehr. Es ist gar nichts mehr drin. Es ist so traurig, ja. Es ist so traurig. Und jetzt beginnt halt Fastenzeit, ne? Das Grill auch. Sir Kroll. Ein schwieriger Name. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Noch, jetzt geht's mir noch gut im Prinzip. Ich habe noch zu essen, nur halt ab morgen ist bei mir dann Fastenzeit angesagt. Fastenzeit. Gezwungenermaßen Heilpfasten. Und bei dir auch alles in Ordnung, sonst soweit. Ja, bei mir ist alles gut. Das hört man gern. Das hört man gern. Mir wird es noch besser gehen. Wenn jetzt zum Beispiel meine Bank mitspielen würde, aber die will nicht. Die verweist mich des Hauses. Hau ab hier. Rosti, Mann. Mr. Kreditunwürdig oder Mr. hier. Oh, danke der einzig wahre Mann für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Das hilft mir sehr viel. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wow. Dankeschön. Wow. Mega. Ein dickes Däumchen. Ja, alle hier mal eine 1 im Chat für den einzig wahren Mann.
der hier einen Prime-Sub raushaut. Alle mal hier eine 1 im Chat. Aber sofort, Leute. Eine 1 im Chat für den einzig wahren Mann hier. Eine hast du dir verdient. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wow. Mein Tablet macht wieder Geräusche. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ich war damals bei dir im Streams mit dem Namen Reaper. Hat doch Reaper, Tattletale und Reaper, wir haben doch dann ihr Dead by Daylight, ne? Siehst du es richtig? Dead by Daylight. Jetzt nennst du dich Yukon. Ah, danke, danke Freunde für die Eins. Dankeschön, Dankeschön. Sag ich doch, Reaper, das ist sofort ein Begriff oder ein Name, der mir noch was sagt. Dead by Daylight. Mit dem Dings da, wie heißt das Programm, wo du gegeben hast, das Server zum statt Discord da, dieses, oh, wo man sich darüber sich unterhalten kann. Ich weiß nicht mal, wie das Programm heißt, wo du mir dann gegeben hast. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Dead by Daylight, Daylight. Teamspeak, ja, Teamspeak. Oh, ja, Leute, ich bin so hohl. Dankeschön, der einzig wahre Mann. Teamspeak, Teamspeak. Teamspeak. So, ich glaube, ich hole mal meine Nudels raus. Oder sind die schon warm? Ah, jetzt müssten sie eigentlich warm sein. Oh. Nudels, Nudels. Ah, meine Mama hat noch so ein bisschen Speckwürfelchen übrig gehabt. Die hat sie mir mitgegeben. Die habe ich dann gerade oben drauf gestreut. Das ist jetzt das hier. Speckwürfelchen. Oh, schön Speckwürfel. Jetzt muss ich erstmal hier das Wässerchen, das Kondenswasser hier ein bisschen abmachen. Nicht, dass ich hier wieder alles auf meinen Laptop hier tropfe, ne? Wie gestern. Schön wieder alles trocken tupfen. Und jetzt seht ihr ja hier. Schön. Oh. Ui. Ui. Oben ist jetzt die Hollandaise, drunter die Macaroni mit Tomatensauce und obendrauf diese Speckwürfelchen. Da freut sich der Rossi jetzt drauf. Da freut sich der Rossi drauf. Wir nehmen hier unsere. Ist ja eine Silbergabel, ne? Das ist jetzt eine richtige Silbergabel. Ich esse nur mit Silber. Ist eine Silbergabel. Ja. Hab mal geholt, so Silberbesteck auf dem Flohmarkt früher. Weil ich fahre da voll drauf ab, weil die ist viel größer wie eine normale Gabel. Vom Kopf her. Und wenn die größer ist, kriege ich mehr drauf, wisst ihr? Ah, jetzt rühren wir das mal um, hä? Oh. Ich liebe so Hollandaise. Für Hollandaise würde ich sterben, Leute. Absolut, ich würde sterben. Oder ich sterbe für Hollandaise. Oh, es rutscht. Moment, ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen niedriger machen. Ich muss das mal ein bisschen niedriger machen. Oh, das ist schön vermatschen hier. Teamspeak. Naja. Und bestehen wir noch hier fleißig am Dead by Daylight zocken. Ich mache gerade mal eine Stufe niedriger. Immer noch am Dead by Daylight zocken. Oder nicht mehr so wie früher. Weil früher war ich ja immer hier voll hier im Dead by Daylight Hype. Moment, ich muss gerade mal hier. Mein Styropor ist runtergefallen. Styropor. Mein provisorischer Tisch halt, ne? Mein provisorischer Tisch. Ja. Jetzt kommt schön mein Speckbrettel wieder drauf, ne? Und dann hier. Oh, ist das schwer. Oh. Achtung, Erdbebencam. Au. Oh, es hat ein Gewicht, Leute.
Dead by Daylight. Ich war ja immer so die Obergurke in Dead by Daylight. Ich war ja immer sozusagen das Bauernopfer, ne? Damit man mich ja auch ein bisschen besser sieht hier, was der alte Mann macht. Wie schaffst du es, so viel zu essen? Also es war jetzt aber noch nicht viel. Diese vier kleinen Burgerchen und jetzt diese. Also es sind so wie üblich die standardmäßig 1,5 Kilo, schätze ich mal. Und wie ich das schaffe, keine Ahnung. Ich liebe halt Essen. Essen ist für mich alles. Pure Leidenschaft. Pure Leidenschaft. Ohne Essen geht's bei mir gar nicht. Aber der Pott ist doch gleich leer. Ja, Moment, wir genießen jetzt erstmal. Mega. Diese Mischung Hollandaise und aus dem Aldi, aus so einer Flasche, diese Basilikum Tomaten, also passierte Tomaten, Tomatensauce aus dem Glas, aus der Flasche. Kostet 79 Cent mit Basilikum. Und dann noch diese Speckwürfelchen obendrauf, wo noch einen gewissen Fettanteil bringen, wenn man so warm macht. Und auch noch einen guten Geschmack. Nice, nice, ich sterbe dafür. Ah. Und Hollandaise, immer. Mega. Hab irgendwie einen Fetisch für Hollandaise. Warum auch immer. Schöne Macaroni. Einfach herrlich. Das könnte ich kübelweise essen. Nur mit Hollandaise, Nudeln nur mit Hollandaise. Wahnsinn. Absolut. Ich brauche kein Fleisch oder so. Nur bei mir ist immer das Wichtigste eine Soße. Das, was dazu ist. Fleisch oder so brauche ich nicht. Aber halt eine geile Soße. Eine schöne dunkle Soße. Eine Hollandaise oder eine Käsesoße oder was. Oh. Das langt vollkommen zu jedem Gericht. Obwohl ich natürlich auch sehr gerne Fleisch esse. Nur, wer soll das bezahlen, ne? Fleisch. Und meine Mutter kocht halt zu selten, um dass er mir mal ab und zu was mitgeben kann. Weil die hat halt auch sehr wenig Zeit, weil die auch immer nur unterwegs ist. Immer in Action. Also. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker. Freunde, holt euch auch was. Holt euch schnell, macht euch schnell Nudeln oder was. Nur ein kleiner Tipp. Nudel runtergefallen. Genau wieder aufs Beinchen. Ja, Hallöchen, Bobby Dick. Da ist schon wieder ein altbekanntes Gesicht. Grüße dich, grüße dich. Grüße dich. Ich muss mal wieder hier ein paar. Wollte ich eigentlich noch machen. Ich muss doch ein paar VIP-Status verteilen. Muss ich mal dran denken. Oh, Leute. Nach dem Chat, nach dem Stream ein paar VIP-Status verteilen. Dieser Speck, der warme Speck, die kleinen Würfelchen, die haben so viel Power. Wow. Wow. Mega. Also, echt. Hätte ich nie gedacht. Geil, geil, geil. Leute, einfach geil. Heute nochmal genießen, sozusagen die Henkersmahlzeit, ne? Die Henkersmahlzeit. Was nichts mehr gibt.
Lass es dir schmecken, junger Mann. Der war gut, junger Mann. Ho, junger Mann. Junger Mann im Frühling, ne? Welcher Frühling? Granatenmäßig. Morgen haben wir Mittwoch. Morgen werde ich mal anfangen, weil ich glaube, diese Woche am Freitag kommt, glaube ich, die letzte Folge von Loki auf Disney Plus raus. Am Freitag müsste die sechste Folge kommen. Ich fange heute, glaube ich, mal an, mir eine Serie anzuschauen. Heute ist Mittwoch. Ne, morgen. Morgen ist Mittwoch. Morgen. Dann werde ich mal anfangen. Weil ich habe jetzt alle Serien durchgeschaut, wo ich im Moment schauen wollte. Und irgendwas muss ich ja morgen gucken, ne? Da werde ich da mal reinswitchen. Beim Loki. Mega. Hyper. Das hört dieses Geräusch an, wenn man so Nudeln mit viel Soße so vermatscht. Dieses. Am liebsten Kopf reinstecken. I love you, Pasta. Abgöttisch. Kann ich dich heiraten, liebe Pasta? Aber sag mal, wenn du den Pott leer hast, gibt es sicherlich einen neuen Kontinent auf der Welt namens Bauch. Nein. Das mit Sicherheit nicht. Weil. Wenn du jeden Tag ja viel isst, hab's schon mal erklärt, du dehnst ja automatisch den Magen aus. Er wird ja immer, wenn du jeden Tag viel isst, dehnt er sich aus. Weil ein normaler Mensch ist ja so, der Mageninhalt, wenn du dann einmal viel isst, er ist ja nicht gewohnt, dann gedehnt zu werden. Dann hast du dieses, oh, aber meiner ist ja schon doppelt so groß. Also passt auch viel mehr rein. Und bis der mal spannt, das dauert ewig. Ich müsste also das drei-, vierfache essen jetzt, damit ich merke, oh, aber so, das ist ja nichts, nada. Ich könnte jetzt auch noch hier nach den Nudeln hier, könnte ich noch draußen Sport machen, das wird mich auch nicht belasten, weil ich kein Völlegefühl habe. Weil eben der Magen ja noch nicht voll ist, in dem Sinn. Weil der mehr reinpasst, aber mit der kleinen Menge ist er ja nicht voll. Also ist er nicht ausgelastet. Also ganz normal. Ganz normal, ne? Darum geht halt bei mir auch viel rein, ne? Ohne dass ich jetzt Probleme habe oder so. Ganz einfach erklärt, ne? Rosti der Erklärbär. Anders gesagt, musst du locker 10-mal zwischenspülen bei gewissen Geschäften. Hä? Durchgeht vielleicht. Wenn es hochkommt, muss ich einmal in der Woche aufs Klo. Wirklich, einmal in der Woche aufs Klo. Mehr nicht. Ich muss nicht jeden Tag aufs Klo hier einen Haufen machen. Ich weiß auch nicht, wie das mein Körper macht. Wenn ich einmal in der Woche aufs Klo gehe, dann ist viel. Für mich ist es auch als kurios. Ich brauche nicht viel Klopapier, weil wenn du nur einmal in der Woche aufs Klo musst, ja, dann brauchst du nicht viel. Wie andere, wo jeden Tag zwei, dreimal hier einen Haufen machen oder so. Ich nicht. Einmal in der Woche, das langt. Wenn ich jetzt vielleicht einen Fernseher auf dem Klo hätte, dann wäre ich vielleicht auch öfters da, aber sonst egal. Damit die Ich Fastenzeit muss nicht mein direkt Tablet wieder sofort einstöpseln. startet. Mit dem Akku. Ich komme da nicht dran. Also Klo.
Ich habe noch nie, musste noch nie oft aufs Klo. Ich weiß auch nicht, noch nie. Mein Körper scheint es irgendwie ganz anders zu verarbeiten, oder? Da hat er einen anderen Abfuhrplan, ne? Wie alle anderen. Ah, weg da, das wird man ja. Irgendwie schon kurios, ne? Kurios. Vielleicht stimmt doch irgendwas nicht, aber ich habe keinerlei Problem oder so. Von dem her. Alles bestens, ne? Alles bestens. Hab sonst keine Probleme mit irgendwelchen, mit der Gesundheit oder so. Bis auf meine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen. Aber das ist halt, weil ich immer den linken Ellenbogen, weil ich mich da immer abstützen tue. Und immer so dermaßen belaste. Da haben sich jetzt halt die zum ersten Mal in meinem Leben die Schleimbeutel entzündet. Aber sonst keinerlei Krankheiten oder so. Keine Krankheiten. Oh, mega. Und diese 79 Cent kostet, glaube ich, sind so solche großen hohen Flaschen. Tomatensoße, gibt da dreierlei. Die ist mit Basilikum aus dem Aldi. Die hat richtig schönen Tomatengeschmack. Wow. Die hat richtig geilen Tomatengeschmack. Also die kann man mal wiederholen. Hätte ich nicht gedacht. Also besser auf jeden Fall wie Ketchup. Weil die habe ich mir mal zur Reserve geholt. Und jetzt habe ich sie halt benutzt. Gerade für die Nudeln hier. Weil ich habe ja sonst nichts mehr. Mein letztes warmes Essen hier. Ah nein, wir haben ja noch, diese Woche haben wir ja noch die Mikrowellenessen, wo ich testen muss. Der einzig wahre Mann hat gerade fünf. Was? Habe ich nicht. What? Ich hab's sogar nicht mitbekommen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Der einzig wahre Mann. Oh. Da ich ja nicht höre, ich habe mein Headset nicht auf. Sorry, war keine Absicht. Und wenn ich dann gerade hier ins Essen schaue, dann sehe ich es nicht. Sorry. Also vielen lieben Dank. Wow, jetzt bin ich fix und fertig. Ich muss halt immer auf den Stream gucken. Wow. Mega. Vielen lieben Dank. Ich kann nicht mehr. Ich darf die Augen nicht vom Chat lassen. Ich darf die Augen nicht vom Chat lassen. Wow. Mega. Absolut. Vielen lieben Dank. Das hilft mir so sehr. Wow. Leute, Leute. Moment. Ich könnte jetzt mein zusammengeklebtes Headset aufziehen. Ist ja überall nur geklebt, ne? What? Nochmal 5 Euro von Torpedo Tobi. Torpedo Tobi haut nochmal 5 Euro raus. Dankeschön, ich lasse es mir schmecken. Wow, ich kack ab. Dankeschön. Also so wird es anhören, wenn ich das Headset aufhabe. Aber ich muss ja dann auch noch essen, ne? Und ich stelle halt immer schwierig, ne? Dann hau ich mir nämlich immer noch das Essen hier. Ans Mikro. Darum setze ich das Mikro immer ab. Das ist halt mein Mikrofon. Und dann mein Headset. Und darum höre ich nicht, wenn jetzt sowas reinkommt. Ich muss immer sehen auf dem Bild, auf dem Laptop. Jesus Christ. Also, vielen lieben Dank nochmal an dich, Tobi. Wow. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wow. Jetzt bin ich ganz so hin. Warst du schon mal in Italien? Nein, ich war noch nie in Italien. Barack.
Obama, Razer Kraken USB, das sah bei mir genauso aus. Ja, das sieht, glaube ich, bei jedem so aus, dass die Bügel irgendwann mal brechen. Hast du auch einen Torpedo? Ja, sicher. Wo warst du schon überall auf der Welt? In welchen Ländern? Ich war schon in Deutschland und das war alles. Deutschland. Obwohl, ich war einmal als ganz kleiner Bub, da habe ich noch Fußball gespielt, damals in der E-Jugend. Der E-Jugend, das sind ja die ganz kleinen. E-Jugend. Da waren wir mal beim Fußballturnier in Südfrankreich. E-Jugend. Aber da war ich so klein. Das war das einzige Mal, dass ich rausgekommen bin aus dem Land. Ich war noch nie in Urlaub, noch nie in Urlaub. Hast du einen Drucker, Rosti? Nein, ich habe keinen Drucker. Meine Mom hat einen Drucker und einen Scanner. Meine Mom hat sowas. Ich nicht, meine Mom hat alles. Die hat einen Scanner, die hat einen Drucker, die hat alles. Armer Rosti, ja. Sonst war ich noch nie im Ausland. Noch nie. Never. Noch nie in Urlaub. So Spanien oder sonst wo. Noch nie. Traurig, traurig irgendwie. Aber was willst du machen, ne? Und jetzt ist eh in der momentanen Zeit ist sowieso kacke, ne? Irgendwie da wegzugehen oder sonst was. Krass. Jetzt, wo die Spenden reinprasseln, kommt ja dann bald die Weltreise. Aha, die Weltreise. Es wäre ja interessant, so eine Reise zu machen oder in Urlaub zu gehen, wenn ein ganz normales Leben wieder wäre. Dann wäre das eine feine Sache. Aber jetzt in der Zeit irgendwo in Urlaub zu gehen, ich weiß jetzt nicht, ob da das große Feeling aufkommt. Da würde ich lieber innerhalb von Deutschland mal gerade so andere Städte besuchen, wo auch ein bisschen mehr Sachen sind, so mehr Leben. Wie bei uns jetzt hier in dem Kaff, wo ich wohne, wo gar nichts los ist, keine besonderen Lokalitäten oder so. So richtig mal eine Foodtour machen in ganz Deutschland rum. Streamer, rustige Rentner, Moderatoren, Marlene Weißbrot. Was? Als Ungeimpfter wirst du schon bald ein Mensch zweiter Klasse sein. Ja. Da kommst du eh nirgends mehr hin. Wenn du nicht geimpft bist, darfst du nicht einmal hier irgendwo hin. Also. Manche kapieren es ja, ne? Ja, moin Johnny, moin Johnny. Ich grüße dich, mein Freund, ich grüße dich. Ich genieße gerade meine Henkersmahlzeit. Meine Henkersmahlzeit, meine Macaronis. Noch hier schnell ein bisschen umrühren, ne? Meine Henkersmahlzeit genießen. Am heutigen Dienstagabend. Schaut ganz schön lecker aus. Oh, es ist auch lecker. Schöne Tomatensauce, Speckwürfelchen, Hollandaise und Macaroni. Mega geil. Und außerdem komme ich ja nicht einmal aus dem Land raus. Weil mir fehlen ja gewisse Dokumente, um das Land zu verlassen oder irgendwo anders einzureisen. Fehlen mir ja die nötigen Dokumente, ne?
Die habe ich ja nicht. Also komme ich ja gar nicht in ein anderes Land. Raus darf ich aber nicht mehr rein. Nirgends rein, das ist das Problem. Scheiße, wa? Und so neue Dokumente und ein Passbild oder Passbilder muss ich immer gleich vier machen. Das kostet zusammen roundabout 80 Euro. Knapp 30 Euro für die Fotos, Passfotos und 50 Euro knapp für den Ausweis. Ne? Da liegt sie bei knapp 80 Euro. Woher soll ich denn das nehmen? Woher? Woher 80 Euro nehmen? Kann ich mir absolut nicht leisten. 80 Euro nur, damit ich hier so ein Wisch hier im Geldbeutel habe, mit dem ich mich hier legitimieren kann. For what? Nein, 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 das kannst du vergessen. Da kriegst du nur Ärger damit. Nee, nee. Und solchen Automaten traue ich eh nicht über den Weg. Ich schmeiß Geld rein und krieg nichts dafür. Ich mache mich jetzt ins Bett. Meister Rösti, gute Nacht. Alles klar, Barack Obama. Dann wünsche ich dir jetzt auch einen guten Abend noch. Um die Uhrzeit schon. Nickerchen machen. Schlaf gut, träum was Schönes. Und man sieht sich die Tage wieder, ne? Good night. Schlaf gut, Kollege. Gehen Sie alle schon so früh ins Bett heute? Streamer-Moderatoren, VIP-Benutzer. Tja. Irgendwie haut es nicht hin, hä? Irgendwie haut es nicht hin. Das ist halt das Problem in der heutigen Zeit. Alles kostet einen Haufen Geld und alles musst du haben, obwohl du es gar nicht brauchst. Und genauso wie mit diesen ganz normalen GEZ-Gebühren, wo du ja bezahlen musst, ob das überhaupt nützt oder nicht, interessiert kein Mensch, aber bezahlen musst du es trotzdem, ne? Genauso eine Frechheit. Marlene ist heute auf einem anderen Schlachtfeld aktiv. Ah, ach so, deswegen. Das ist das allererste Mal, dass Marlene nicht da ist. Das allererste Mal. Ja, moin, Tapezier Thomas. Bist mal wieder da, ja? Das sehe ich, das sehe ich. Freut mich, dass du auch mal wieder hier den Weg hierher gefunden hast. Wenigstens ein Moderator jetzt da. Der Tapezier Thomas. Ist wieder ein Mod im Haus. Ein Moderator ist im Haus. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ja die Henkersmahlzeit ist, dass es dann doppelt so lecker schmeckt. Kann ja auch sein, ne? Aufpassen. 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 Aufpassen klingt so ein bisschen hessisch. Aufpassen. Hat so einen leichten hessischen Slang. Aufpassen. Aufpassen. Warum sieht denn deine Kamera so gelb aus? Weil das so billig China-Webcam ist, ganz normal. Und die kriegt es einfach mit den Farben nicht hin. Das ist so ganz 0815 Webcam, weißt du? USB-Webcam. Und ich kann sie noch so verändern, wie ich es will. Und dann, weil da mein Fernseher hinten läuft, ich habe kein besonderes Licht, ich habe ja nur hier eine Lampe an der Decke, ne?
Und das Licht ist halt scheiße. Ich habe kein normales, helles Licht. Darum, Meister, ich hau mich weg. Morgen früh wieder arbeiten. Habt noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch auf jeden Fall, der einzig wahre Mann. Nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Erhol dich gut und jederzeit wieder herzlich willkommen, ist ja klar, ne? Und wow, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich bin einfach nur platt, platt, platt. Schlaf gut, erhol dich gut und vor allem gesund bleiben, ne? Und wiederkommen. Nicht vergessen, wiederzukommen. Hier wird immer was geboten. Irgendwas fällt dem alten Mann immer ein. Morgen gibt es die Limited Edition Pombeer. Die Pombeer Pizza Style. Pombeer Pizza Style. Schlaf gut, schlaf gut. Nice. Wow. Morgen gibt es ja die Pombeer Limited Edition Pizza Style. Bin ja mal gespannt hier auf die Pombeer. Ich hoffe nur, ich kriege keine Probleme, weil ich habe ja morgen Zahnarzttermin. Ne? Dann tut wieder das Essen von Chips sehr weh morgen. Hast ja voll geschafft in der letzten Woche. Chat im Bild, Donations, Dauerwerbe ist eigentlich nicht schlecht. Und ich habe sogar noch eine Tablet-Cam. Und noch meine Tablet-Cam. Barack Jesus Obama. Ja, ich kann ja vieles machen. Ich kann ja auch hier noch, damit man sieht, um was es heute geht, kann ich auch noch einblenden. Nur damit man halt sieht, um was es eigentlich heute in dem Livestream gegangen ist, ne? Kann ich ja das noch einblenden. Kann ich auch noch machen. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Guten Abend. Machen kann ich vieles. Nur halt nichts Rechtes. Also nichts Gescheites halt, nichts Gescheites. Oh. Aber wieder weg hier. Ich kann auch hier. Meine Nudeln sind halt immer noch das. Das ist meine Nudeln. Voll die Spielerei, oder? Nur Blödsinn im Kopf. Nur Blödsinn im Kopf, du alter Mann. Schon ordentlich Donations reingeflattert, wie ich sehe. Hast du schon das erste Payout? Hast du schon. Was glaubt ihr eigentlich, wie viel man verdient, Leute? Ah ja, klar. Ich heiße nicht Monte oder Trimax oder sonst was. Nein, hallo, ich bin der Rossi. Bei mir dauert sowas alles, glaube ich, ein bisschen länger, ne? Ich bin hier noch kein Mega-Influencer-Großverdiener. Nein, nein. Payout. Mit Payout meinst du ja Geld hier von der Plattform. Naja, hallo. Über Geld spricht man nicht. Ich weiß, dass ich keins habe. Also auf der Bank habe ich zumindest mal keins. Für was ich eigentlich noch ein Bankkonto habe, frage ich mich auch. Ja, zur Miete bezahlen und zum Rente bekommen. Das ist das Einzige. Gesundheit ist wichtig, Gesundheit ist wichtig. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Es wird. Da könnt ihr mal sehen. Der Topf sieht zwar klein aus, aber ich esse jetzt auch schon eine Weile dran. Ich bin ja die ganze Zeit im Essen. Und es wird und wird nicht so viel weniger. Also ist wirklich sehr viel. Darum, wenn ich sage, es sind so 1,5 Kilo, kann man mir das glauben.
Naja, sieht aus, als hättest du schon ein paar Donations gekriegt und ein paar Subs, die sind bestimmt schon 40 Euro, die du kriegst. Ja, aber zum Beispiel, ich habe bei jeder Plattform so, bei YouTube ist das so, bei YouTube zahlt ja, ist ja der Mindestbetrag, wo sie es dann erstmal ausbezahlen, Geld. Wenn du jetzt zum Beispiel durch Mitglieder oder durch die Werbung, ne, ist ja bei 70 Euro. 70 Euro ist der Mindestbetrag, den du erreichen musst durch Werbeeinnahmen oder so. Dann kannst du es dir erst auszahlen lassen. Erst ab 70 Euro bei YouTube. Also wenn du jetzt zum Beispiel 10 Euro eingenommen hast durch Werbung oder so, kannst du dir nicht auszahlen lassen. Erst 70 Euro. Und dann kriegst du es dann erst im darauf kommenden Monat am Monatsende. Also wenn du die 70 Euro jetzt zum Beispiel jetzt erreicht hast, kriegst du es erst dann wieder einen Monat später ausbezahlt. Bei YouTube. Und bei Twitch weiß es ja auch jeder, der Mindestbetrag, wo du erreichen musst. Weiß ja eigentlich jeder, ne? Er ist etwas höher. Er ist etwas höher. Also ihr dürft nicht meinen, bei Spenden ist es ja was anderes. Das ist ja separat. Das, was über PayPal oder so geht, die spenden, das ist was ganz was anderes. Aber jetzt rein durch die Subs oder so, das ist ja was anderes. Also es geht nicht hier rein und gleich hier auf dem Konto oder so. So schnell geht es nicht. Aber ist ja normal, ne? Ist wie beim normalen Leben auch. Du arbeitest erst einen Monat und dann bekommst du das Geld, ne? Ist ja normal. Nur musst du dann halt noch einen Zeitraum warten, bis dann das Geld kommt. Sozusagen. Habt ihr ja aber PayPal donated. Das ist immer das Schnellste. Das Allerschnellste, ja. Das habe ich gesehen. Das ist immer das Schnellste. Weil das ist ja dann immer direkt da. Alles, das hat ja dann mit der Plattform nichts zu tun, ne? Das ist ja dann die Sofortunterstützung. Cool, okay. Ihr seid alle verrückt, Leute. Was ihr alles für mich tut hier, das ist da, oder macht, mir hilft, das hätte ich mir in 100 Winter nicht träumen lassen. Wow, ich bin. Ihr macht mich immer wieder sprachlos. Das ist für mich mehr wie alles andere. Das ist unbelievable, unbelievable. Wenn ich da jetzt irgendwas machen könnte. Gib mir hier. Jesus Christ. Ich hole mal einen Löffel hier. Ich brauche einen Löffel für meine Macarons. Ah, nehmen wir den kleinen. Nehmen wir den kleinen Löffel heute. Und lutschen ja doch die Macaroni hier raus. Sonst werde ich ja nie fertig hier mit meinen Dingen. Donate lieber als als anderen bei dir, was ich. Bei dir weiß ich, dass es ankommt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin fix für alle. Ich bin echt fix für alle. Sprachlos. Leute, ihr habt es mal wieder geschafft, mich sprachlos zu machen. Und dazu braucht es schon viel, ne? Wenn ich mal die Fresse halte. Also alles so Freude, Freude, Glück. So, man hat wieder Hoffnung. Man sieht die Hoffnung, also der Hoffnung, Schimmer.
dass vielleicht noch alles sich zum Guten wendet oder so, dass auf bessere Zeiten und wäre geil, wäre geil. Dass ich mal vielleicht ein paar von meinen Träumen umsetzen könnte. Gerade auch was im Bereich so, hier, was ich hier machen möchte, umsetzen könnte. Das wäre so ein Traum. Was? Weil ich benutze ja zum Beispiel das Ganze nicht hier, um mir ein schickes Auto zu kaufen oder eine Rolex oder ein Haus zu kaufen. Ich butter ja alles wieder hier rein ins Essen oder mal hol mir mal das oder das, nur um hier euch ein bisschen wieder was Neues zeigen zu können. Ich brauche kein Auto, ich brauche keine Rolex, brauche nicht in Urlaub, brauche keine 150.000 Euro Rolex oder Breitling oder sonst was, die schicksten Klamotten. Brauche ich alles nicht. No. Ich tue alles wieder reinvestieren. Ich würde nicht einmal, wenn mir jetzt einer eine Rolex schenken würde, würde ich sie nicht mal anziehen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Uhr angehabt. Doch nie. Noch nie. Noch nie eine Uhr. Schon als Kind nicht. Noch nie. Ich werde nie, nie, nie eine Uhr anziehen. Nein. Eine Uhr guckt man nicht als Handgelenk. Ne, never. So ist es halt, ne? Ich war schon immer zeitlos und so ein Ding am Handgelenk zu haben, oh, da würde ich verrückt werden. Ehrlich. Da würde ich ausrasten. Von laufen hier. Das geht ja gar nicht. Nee. Niemals. Das ist für mich so ein Störfaktor, eine Uhr. Abartig, abartig. Das guckt mir nicht hier an meinen Körper. Nie, nie und nimmer. Also, Herr Mark Gebauer, ich brauche keine Uhr. Er braucht nicht zu mir kommen, der liebe Mark, um mir eine Uhr anzutreten oder anzudrehen. Ich brauche keine. Er braucht mir auch keine schenken. Nö. Ich finde Mark Gebauer ziemlich cool. Finde ich echt cool. Cooler Typ. Cooler Mensch. Seine Art gefällt mir so. Gerade weil er auch Burger liebt und er mag scharf. Und ich habe auch schon seine Videos angeschaut. Mit anderen YouTubern zusammen. Und er macht es immer so cool. Er sieht ja immer so elegant aus und so. Und zu ihm passt auch eine Uhr. Oder zu anderen passen die Uhren. Aber bei mir, nee. Wenn ich da so. Die Uhren sind dann aber doch so klobig, ne? So Megateil da, ne? Die Uhr vom Big Ben hier am Arm. Boom, boom. Ne. Absolut no. No. Ne. Den einzigsten Schmuck, wo ich früher als gehabt habe, waren eben meine Ohrringe, meine unzähligen Ohrringe links und rechts. Und ab und zu mal einen Ring am Finger, aber ganz selten. Und so Ketten und so, da war ich auch nie der. Es gab mal eine Zeit, wo ich so Ketten angehabt habe, so schmuckmäßig, da bin ich absolut. Da bin ich der falsche Typ dafür. Nie. Mittlerweile passt nur noch eine Kinderuhr ans Handgelenk bei 108, was bei 1,80 m und 60 Kilo. Bei mir oder bei dir? Nee. Nie im Leben. Ich würde nie einen Cent für eine Uhr ausgeben und schon gar nicht anziehen. Nee. Nie. Nie, nie, nie. Nie. No and never. Das kommt mir nicht ins Haus. Schenkt mir eine Uhr und ich schmeiße aus dem Fenster. Absolut.
Geht gar nicht, geht gar nicht. Das geht gar nicht, Leute. Hammerhart, ja. Ne, also absolut. Ich weiß nicht, seid ihr so. Ich meine, Jürgen, bei dem weiß ich. Jürgen hat früher immer eine Kette getragen. Hast du immer noch diese Kette, Jürgen? Ich meine, bei ihm passt sie. Ihm steht sie auch sowas. Aber mir, ich könnte sowas nicht anziehen. Ach, mein Gewicht. Mein Gewicht. Bin der Spargelkarzer hier. Ja, Knochenman. Jesus Christ. Naja. Sachen gibt's ja. Was habe ich denn auf YouTube habe? Was habe ich auf YouTube heute angeschaut? Gar nichts. Eigentlich noch groß. Ist ja nichts viel passiert. Videomäßig nichts groß rausgekommen. Kam eigentlich gestern alles raus. Nur Ohrring noch. Nur noch Ohrring. Du hast doch früher mal so eine Kette gehabt. Nicht mehr. Oh. Na sowas. Jetzt mal eine Frage, was macht eigentlich der Michel? Was macht eigentlich der Michel? Weil ich sehe den auch nirgends mehr so auf euren Mannschaftsfotos oder so. Macht er überhaupt noch mit? Macht er überhaupt noch Sport oder? Schon ewig nichts mehr wie früher. Achso, das kommen wir mal wegmachen hier. Du Hunderter. Du Hunderter kommen wir mal wegmachen, ne? Der juckt doch jetzt gar nicht mehr. Nur Ohrringe. Ich hab gar nichts mehr drin, ne? Hier mein Pac-Man-Ohr. Ketten sind out. Oh ja. Ich hab nur noch mein Pac-Man-Ohr. Pac-Man. Der schaut seit heute bei dir rein. Ah! Der schaut bei mir heute rein. Also seit heute bei dir rein. Cool. Dann gehen mal Grüße raus an meinen allerbesten Freund im Real Life, den Michel. Meinen Freund von damals. Und nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. War ja am 1. August. Ah, der 1. August? Wir haben ja noch gar keinen August. Ich hohl Kopf. Wir haben ja noch erst Juli. Moin Gamers, moin Gamers. Wir haben ja noch Juli. Ich war schon wieder im August. Ich krieg's nicht mehr hin mit dem, was wir überhaupt für einen Monat haben. Ich war jetzt voll noch in Gedanken, wir haben ja schon August. Ich hab gedacht, ich habe wieder den Geburtstag verpennt. Oh Mann, wir haben ja noch Juli. Oder Juli? Haben wir noch Juli? Juli? Ich hoffe, wir haben Juli. Weil sonst habe ich meinen Zahnarzttermin verpasst. Sir Kroll. Sir Kroll ist der Michel. Nein. Really? Really? Ja, leck mich am Arsch. Ja, wieso hast du mir das nicht vorher gesagt, Jürgen? Danke, Jemers, für deine. Das für dein Juli. Ich lag richtig, Juli. Das muss man aufschreiben. Das muss ich mir aufschreiben. Ich fasse es nicht. Der Michel. Jetzt fliegt schon wieder eine Fliege rum. Ich denke gerade, was ich da für ein komisches Gefühl am Arm. Guck da eine Fliege. Ja, leck mich am Arsch. Wo ist mein Notizblock? Mein Notizblock. Markus schaut demnächst mal rein. Was? Auch noch? Ja, hallo? Wo gibt's denn sowas? Ganze Humpe hier, oder? Humpe. Ah, Moment. Und Gamers,
Ich habe das jetzt mit dem Droidcam, habe ich vorhin gezeigt, funktioniert einwandfrei. Nur was mich halt stört ist, bei der normalen Version, also bei der Nicht-Pro-Version, wo du bezahlen musst, hast du nur die hintere Kamera. Und sonst hast du halt keine Features. Um die Frontkamera und so zu wechseln und so, Effekte und so, musst du dir die Pro-Version holen. Aber es funktioniert einwandfrei mit dem Droidcam. Aber du hast halt nur die hintere Kamera. Das ist der einzige Nachteil. Aber ich habe das ja vorhin gezeigt, wo ich die Burger gegessen habe, mit der Einblendung. Einwandfrei. Funktioniert wirklich einwandfrei. Einwandfrei. Also das klappt. Nur brauchst halt wirklich die Pro-Version. Die Pro-Version. Um alle Features zu nutzen. Ja, moin, Brot bei Moschka. Guten Morgen, guten Morgen. Was gab's heute zu essen? Heute gab's das hier. Das gab's heute zum Essen. Das gab's heute zum Essen. Lecker viermal Burger aus dem Aldi. Und diese Chicken Burger da, diese Chicken Cheese, wo so geil aus dem Lidl sind für 1,99. Die ganz normalen Billig-Doppelpack-Burger mit Chicken, die sind geil. Die aus dem Aldi, totaler Reinfall. Die Beef sind gut. Da hast du einen schönen Beef-Geschmack, wunderbar. Die kann man essen. Aber die Chicken, nur ölig, fettig und kein Geschmack. Null Geschmack. Null Geschmack. Wow, wow. Das goldigste Michel. Ich fasse es nicht. Und keiner sagt mir was. Jürgen, das war gemein, dass du mir das nicht gesagt hast, dass das der Michel ist. Das hätte ich wissen müssen. Ich glaube, dann hätte ich angefangen zu flennen oder so. Vor Freude, Freudetränen. Wenn ich denke, wie lange ich ihn schon gar nicht mehr auf Fotos oder so gesehen habe. Weil dich sehe ich ja öfters auf Fotos oder auf Videos oder sonst wo. Aber Michel schon ewig nicht mehr. Schon ewig nicht mehr. Kollege von früher. Ja, dann ist ja die Chaotentruppe wieder hier. Tutti Kompletti von früher. Die Real-Life-Chaotentruppe. Mei, mei, mei. Ab nach Regensburg Aufstiegsspiele machen. Das war cool. Regensburg. Unvergesslich, unvergesslich. Dieses Wochenende in Regensburg. Das war mit Sicherheit eins der geilsten Wochenende ever in meinem Leben. Mann, 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 Mann. Jesus Christ. Lang ist her, lang ist her. Verdammt lang. Einmal so die Erinnerung von früher. Und wenn man dann denkt, ich weiß schon gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Und wo ist die Zeit hingerannt? Wo ist die Zeit hin? War schöne Zeit, schöne Zeit. Nur halt die ganze Zeit immer diese Fahrerei ins Bayerische oder so. Immer ja stundenlang auf der Autobahn hin und zurück hier. Das war halt immer anstrengend. Aber war lustig, ja. Zumindest mal hatte man in meinem Fall halt noch ein Real Life. Man hat sich mit Freunden getroffen, man hat was unternommen, man hat Spaß gehabt. Und jetzt sitzt man halt nur noch hier im Bettchen rum und genießt hier so den Lebensabend. Oder man macht sich halt genießbar sozusagen. Ja, absoluter Hammer. Der Michel. Leute, das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstehen könnt. Das ist einer meiner besten Freunde im Real Life gewesen. Eigentlich immer noch, nur zu dem habe ich schon seit über einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr. Und jetzt ist er hier im Chat und ich weiß nicht, dass er es ist.
Und der Jürgen, der Glatissimo, der andere gute Kollege hier, ne, von früher, er sagt mir nichts, dass er das ist. Wow. Uptime. 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 Anzahl der Nachrichten 166. 2 Stunden und 56 Sekunden. Naja, wir haben ja. Es ist ja noch früh am Abend, ne? Und Gamers, gestern habe ich sogar noch. Ja, schon 2 Stunden live. Gestern habe ich den ersten oder Part Nummer 4 von Stickman aufgenommen. Aber halt die erste Nacht in der PC-Version. Also läuft alles wunderbar, läuft geschmeidig, keinerlei Probleme. Bin nur einmal draufgegangen. Gehört ja dazu bei mir, dass ich einmal drauf gehe. Aber ich habe die Nacht noch überstanden. Und heute mache ich dann die zweite Nacht. Heute mache ich die zweite Nacht. Also Part 5 dann. In der PC-Version. Nacht 1 überlebt. Läuft einwandfrei flüssig ohne Probleme wie bei anderen. Das war Part 5. Ah! Oh, da muss ich das ändern. Danke, Part 5. Oh, muss ich ändern. Also Stickman Part 5. Die PC-Version. Oh, habe ich so viel mal Stickman gespielt auf dem Tablet. Ups. Upsi. Kein Plan mehr, der alte Mann. Aber auf jeden Fall, es läuft wie geschmiertes Brot, Butter, geschmierte Butter. Wie Butter. Einmal frei. Keine Hakler oder sonst was. No. Nichts. Nichts dergleichen. Ja. Nichts dergleichen. Dann er. Einwandfrei. Einwandfrei. Der Unterschied ist halt noch da. Da hast du ja noch dieses Intro drin, ne? Dieser Vorspann, wo dann A-Games steht. Im Gegensatz zur Tablet-Version. Hattest du das Spiel im Fenster? Ja, ich spiele am liebsten Spiele im Fenster, wenn es möglich ist. Weil dann sehe ich immer mein OBS noch im Augenwinkel und sehe, ob auch alles klappt mit der Aufnahme, weißt du? Weil manchmal tut nämlich OBS nicht reagieren, wenn jetzt nur Bildschirmaufnahme ist, also wenn ein Spiel nur einen ganzen Bildschirm hat und du kannst nicht im Fenster spielen. Bei manchen Spielen reagiert dein OBS nicht. Sprich, ich kann dann zwar auf meine Aufnahmetaste drücken, wo ich angewiesen habe, aber die reagiert dann nicht. Das ist manchmal das Problem bei Bildschirmaufnahmen. Gerade wie das Spiel heute, wo ich rausgebracht habe, das konnte ich auch nicht im Fenster spielen, weil irgendwie ist so blöd programmiert. Auch nur ein Fenster, nur halt auf der gesamten Bildschirm gestreckt. Ich spiele es halt lieber nur immer ganz normale kleinen Fenster, damit ich immer noch hier, also ein Teil von meinem Desktop sehe, wo dann mein OBS noch im Hintergrund ist. Dann sehe ich, Facecam geht an, Aufnahme läuft, Aufnahme stoppt, alles wunderbar. So spiele ich es halt am liebsten. Ja. Ne, bei dir gibt es auch keine Probleme. Ne. Brauche ich auch nichts groß machen oder so. Erkennt er gleich, alles wunderbar. Also da gibt es null, null Probleme. Nur halt gerade bei anderen, wo so ganz, sie müssen so ganz komisch programmieren, da reagiert dann OBS gar nicht. Kommt zwar nicht oft vor, aber es kommt vor. Und manche sind so programmiert, dass ich sie nicht einmal, dass er sie gar nicht erkennt im Fenster. Da erkennt er sie gar nicht. Auch wenn das ein Fenster da ist, erkennt er gar nicht. Gibt's auch welche. Aber das zeigt ja nur, dass sie scheiße programmiert sind. Ist meistens bei anderen Engines so, ja. Ja, wenn sie da so eine 0815 Engine nehmen, dann ist halt Kacke, ne?
Und wie heißt die andere gute Engine? Nicht das Klick-Team, sondern die andere, diese, war auch sehr gute Grafik hat. Wie heißt die? War auch gern mal in FNAF-Spielen genutzt wird. Ah, ich komme nicht auf den Namen. Bei der habe ich öfters mal Probleme. Construct, ja. Construct. Bei der habe ich dann auch ab und zu mal Probleme. Also Klickteam ist immer noch das Beste. Und was halt noch ein Nachteil ist jetzt von der Tablet Cam, da ja mein Tablet ich nur auf maximal 30 Minuten einstellen kann, bevor es wieder abgeht, muss ich halt immer wieder alle, bevor 30 Minuten rum sind, müsste ich es halt immer wieder in Bewegung halten. Und halt, ich habe nur meine hintere Kamera. Um mich jetzt zu filmen, müsste ich es also umdrehen, dann sehe ich gar nicht den Bildschirm. Und das ist halt scheiße. Moin, Smirnoff 129. Nein, ich bin nicht der Bushido. Ich bin auch nicht der Bruder von Bushido. Auch nicht von der Seite her. Nein. Nicht Bushido. Bushi. Immer mit ihrem Bushido. Schon krass hier. Ich bin nicht der Bushido. Moment mal, ist das Handy, mein Tablet ab? Ich probiere mal was. Jetzt muss ich es erstmal wieder starten, ne? Ich muss es erstmal wieder starten. Ich starte es mal kurz. Ich mache es mal kurz an. Da muss ich jetzt wieder alles neu machen. Aus welchem Teil von Deutschland kommst du, wenn man fragen darf? Sylx, ich komme aus Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen, Sylx. I came from Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Jetzt machen wir mal das hier weg. Wait a second. Da machen wir hier mal Stopp. Guten Morgen, du Hundo. Guten Morgen. Ich grüße dich, mein Freund. Aber mal das hier mal wieder starten, ne? Deutschland. Jesus, muss ich mal abmachen. So, da haben wir das Programm mal an. Alles fit für heute. Oh ja. Start. Also, you're starting. Check the RPM. Okay. Ja, was ist jetzt? Rafft das jetzt wieder? Ne? Rafft das jetzt wieder? Wo ist jetzt wieder? Start. Check the app is open and ready. Jo. Ah, Jesus. Anhalten. Okay. Ah, stoppt. Restart. Ich muss den Restart machen. Oder mal gucken hier. Okay. Was schreibt er? Moment, ich muss mal kurz hier gucken. Moin, würdest du noch näher drauf eingehen? Hast du denn entdeckt, wie die Leute hier im Freiburger Raum? Ich wohne zwischen Freiburg und Karlsruhe. Zwischen Freiburg und Karlsruhe. Freiburg und Karlsruhe. Ja. Jetzt müsste eigentlich klar sein, wo ich herkomme, oder? Wenn ich zwischen diesen zwei Käffern hier bin, ne? Moment. Muss man das mal hier ein bisschen erhöhen? Wenn ich jetzt hier mein Tablet hier anmache. Moment, ich mache mal jetzt kurz mein Tablet hier an. Mein Tablet. Dann seht ihr ja mein. Hier. Ah, das ist meine Tablet Cam. RIP. Meine Tablet. RIP. You see this? This is my Tablet Cam. Herr Gamers. Das ist jetzt mein Tablet. Mein Tablet. Da hinten ist mein Fernseher. Das ist mein Fernseher da hinten. Da läuft gerade der Unge, ne? Läuft gerade der Unge im Fernsehen. Wie ihr seht. Und hier seht ihr meinen alten Laptop. Das ist mein alter Laptop. Da tue ich jetzt hier meinen Stream verfolgen.
Und das ist mein Gaming-Laptop und da hinten ist der Fernseher. Jetzt habt ihr schon wieder hier, das war jetzt die Roomtour von Rösti, ne? Die Roomtour von Rösti. Rostis Roomtour, sozusagen. Ihr wolltet eine, jetzt habt ihr eine gehabt. Baden-Baden, nein. Nein. die Medienstadt, wenn man O, wo mit O anfängt, darf jetzt wohl nicht so schwer sein. O, wie groß ist deine Wohnung? Sehr klein, sehr klein. Du Hundo. Sehr klein. Richtig, richtig, Torpedo Tobi. Richtig, richtig. So ist es. Es ist ein Silex 27. Ah, das ist jetzt hier mein OBS. Mein Streamlabs OBS auf meinem Laptop. Da hängt mein Headset, da hängt meine Webcam da oben. Webcam und da kommt der Unge im Fernsehen. Rostis Roomtour. Schnell abgehakt, oder? Machen wir das Ding hier wieder ab. Schnell wieder ab. Nichts wie abzufangen. Kannst du den Bruno von Highlight in Offenburg. Kennst du den Bruno von Highlight in Offenburg? Vom Highlight. Ich kenne das Highlight gar nicht. 40 Quadratmeter. Ich habe ja nur ein Zimmer. Ein Zimmer, Küche, Bad. Ein Zimmer, Küche, Bad. Und 40 Quadratmeter. Wird knapp. Wird knapp. Wird knapp. Bruno vom Highlight. Highlight. Was ist denn das Highlight? Kenne ich gar nicht. Was ist das Highlight? I don't know the Highlight. Kenne ich nicht. Sagt mir jetzt absolut nichts. Das Highlight. Kann ich ehrlich gesagt nichts damit anfangen. Boah, scheiß Fliege hier. Grow and Headshop in Offenburg. Ah, ne, das kenne ich gar nicht. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Hab gerade einen Clip von deiner Roomtour gemacht. Was? Was, Gelmas? What? Das geht auch gar nicht. Miete teuer bei dir in deiner Stadt. Ich zahle 300 Euro. 300 Euro. 300 Euro. 300. 300 Ocken hier, ne? Grow and Headshop. Über Twitch. Was ihr alles macht, haben wir hier. Voll okay. Ja, der Preis geht. Der Preis geht, kann sie wirklich nicht meckern, aber da gibt es ja die Clip-Funktion. Ja, ich kann ja nicht alles hier nebenbei machen, ne? Ja, machen Sie einfach hier. Machen Sie hier einfach Clips von meiner Roomtour, von meinem Roomtour. Ich könnte natürlich jetzt mein Handy, mein Tablet nehmen hier und in der Gegend rumlaufen. Das könnte ich ja machen. Aber dann sehe ich ja nicht hier. Ich meine, es gibt ja Sachen, die braucht ja nicht jeder sehen. Ne? Muss ja noch ein paar Geheimnisse für mich behalten hier, ne? Sozusagen. Ich glaube, ich hole mir mal noch ein paar Chips. Ein paar Chips noch knabbern, oder? Ich brauche noch ein paar Chips. Mein Bein. Schlimm, ja. Schlimm so. Mein Tablet. Und mein Tablet ist ja, wen es interessiert, ein Tablet S6. Samsung S6. Ist so. Ja, ich sehe es. Bei Videoproduzent steht er dann als auch Clip. Aber da bin ich ja schon raus, ne? Ich krieg das eh nicht auf die Reihe. Clip. Clip-Funktion. Jetzt hockt diese blöde Fliege hier auf meinem Laptop. So eine blöde Kuh hier. Machen wir mein Tablet hier wieder weg. Mein Tablet wieder weg machen hier. Ich hole mal gerade mal Chips. Uno Momento. Wir haben ja noch ein paar Reste von gestern, ne? Sind ja gestern ein paar übrig geblieben. Holen wir mal schnell. Holen wir mal schnell Chips hier.
Au! Aber auf jeden Fall funktioniert es mit dem Tablet. Es funktioniert. Er war ja schon mal für mich ein Erfolg. Das habe ich ja heute Nacht alles noch gemacht, dass das wirklich dann funktioniert hat. War ich ja gerade mal froh, ne? Auch wenn es halt nur ärgerlich ist, dass man halt nicht alle Features hat. Gibt es denn da kein Programm, wo man mehr Features hat, eben auch die Frontkamera benutzen kann, ohne dass man dafür gleich Geld bezahlt? Ich weiß halt jetzt nicht, wie viel jetzt die Pro-Version kosten würde, weiß ich halt nicht. Weil es wäre schon eine coole Sache, weil die Kamera vom Tablet ist ja tausendmal besser wie die Webcam, wo ich habe. Gerade von den Farben her. Ist ja tausendmal besser. Und ich habe jetzt noch hier diese vom Penny, diese Salzchips von gestern noch übrig. Und die kann man ja mal so knabbern, ne? So nebenbei. Wenn ich beide Kameras nutzen könnte, dann wäre das optimal. Da wäre das optimal. So Schnickschnack mit Effekten und so brauche ich ja gar nicht einmal. Aber halt die Frontkamera. Und beim anderen ist auch nur, bei IP-Webcam, da ist auch nur die hintere Kamera. Kacke. Oder ich bräuchte halt so eine Halterung, wo ich das Tablet einklemmen kann auf so einem Ärmchen, dass ich es besser hinstellen kann. So muss ich es ja immer heben und schauen, dass es nicht umfällt. Und ist halt scheiße. Mit einer Halterung, die es auch gibt, schon für unter 20 Euro, also unter 20 Euro, wäre das eine feine Sache. Aber so ist halt ärgerlich. Weil es halt auch dann immer, wenn ich es bewege, umfallen kann. Und dann ist es scheiße, wenn es mal umfällt oder so, ist er Mist. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Man kann halt nicht alles haben, ne? Weil das wäre jetzt noch was. Weil irgendwann, vielleicht nächsten Monat, so eine Halterung bei Amazon bestellen. Ich habe immer noch meine Amazon-Rechnung nicht bezahlt. Oh. Mit was auch? Scheiße. Und dann könnte man das als Webcam benutzen. Das wäre eine Idee, ja. Und gut ist halt, dass halt, ich muss es ja nicht über USB anschließen oder so, muss ich ja nicht. Aber ich habe es halt angeschlossen, dann lädt es auch wenigstens gleich. Weil so eine Droidcam oder IP-Webcam, die ziehen halt viel Saft, viel Batterien, also verbraucht viel Akku, wenn das Programm läuft. Ist so ein Akku-Killer. Da ist ruckzuck der Akku leer, ne? Darum ist es praktisch, wenn man den dann ans Laptop anschließen kann und er lädt dann nebenher. Dann lädt er sich nämlich wieder auf. Ne? Ich krieg sogar ans Kreuz, habe ich gesagt. Aber dass Marlene heute fremd geht, das ist ja schon ein bisschen hier. Hat gar nichts gesagt, dass er heute nicht da ist. Also ja, schon hier kurios.
sind sie wieder alle ruhig. Ist wieder so eine Ruhephase eingetreten hier im Chat. Ich muss mal kurz einen etwas machen hier. Es kriegt schon ins Kreuz, Leute. Oh, schlimm. Mein obligatorischer Nachtisch halt, ne? Der Nachtisch zur Hengastmahlzeit. Hau ab. Was geht da? Und heute Morgen. Heute Morgen hat es draußen sowas von geschifft, also es geregnet. Das erste Mal war ich klatschnass trotz Regenschirm, wo ich bei meiner Mom war und wo ich dann von meiner Mom in Penny gelaufen bin. Meine Hose. Klitschernass, trotz Regenschirm. Alles. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo hier in den See gefallen oder so. Wahnsinn. Wahnsinn. So fängt man den Tag an, ne? Klitschernass hier. So was hasse ich. Ekelhaft. Ja. Black Sölchen, Sölchen. Ja, war in Regensburg auch dabei. Ich habe noch die alten Fotos hier überall rumhängen. Habt ihr ja noch von ganzen groß? Fotos, überall Fotos hängen. Von Regensburg. Ja. Die gute alte Simone. Das Möhnchen, ja. Und beim Penny, ich meine, jeder hat ja solche Karten. Also ich habe zum Beispiel eine Deutschlandkarte, ich habe eine Payback-Karte, wo man so Punkte sammeln kann, ne? Und beim Penny sammelst du ja Punkte über Payback. Und ich habe da so über 400 Punkte, also 4 Euro Guthaben drauf. Die wollte ich ja eigentlich mal einlösen. Seit 2 Wochen will ich die einlösen. Es kommt mir aber wieder mehr dazu. Aber ich habe über 4 Euro Guthaben. Kann ich mal was kaufen für 4 Euro. Aber seit 2,5 Wochen geht der Automat nicht. Dieser Payback-Automat, wo im Penny steht, wo du vorher aktivieren musst, um deine Punkte einzulösen. Seit 2,5 Wochen warten sie drauf, dass der Techniker von PayPal kommt und das Ding repariert. Ich komme nicht an diese 4 Euro ran. Scheiße. Ich komme nicht ran. Oh, Kack. Ja. Caruso. Das waren noch Zeiten, ja. Ja. Jetzt muss ich am Morgen, nehme ich dann das Auto von meiner Mom und fahre in einen anderen Penny in einer anderen Ortschaft. Nur damit ich diese 4 Euro oder über 4 Euro Guthaben einlösen kann, dann habe ich nämlich 4 Euro, für die ich wieder was einkaufen kann am Donnerstag. Schlimm. 2,5 Wochen warten die schon auf den Techniker. Das ist bei uns der Penny, ne? Wunderbar. Sowas in der Art gibt es bei uns in Österreich auch. Nur ist das auf weitere Geschäfte ausgeweitet. Ah ja, Payback ist zum Beispiel,
Penny, Rewe, da kannst du überall Payback oder Aral oder so, ne? Und Deutschlandcard, das geht zum Beispiel im Netto, im Edeka und so weiter. Das ist dann zum Beispiel Deutschlandkarte. Ich habe zwar auch eine Deutschlandkarte, aber da braucht es viel länger, bis du ein Guthaben zusammenkriegst von den Punkten her. Beim Penny habe ich das ruckzuck. Und beim Edeka, die habe ich erst letztens meine Punkte eingelöst. Von dem her. Torpedo-Tobi haut nochmal 5 Euro raus. Hier hast du nochmal Ach, 5 vielen Dank bzw. 4 für Euro deine. dazu Nochmal kommen. 5 Ding. Euro. Tobi. Wow, vielen lieben Dank. Bleibt mir der Chips ja gleich im Hals hängen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Du bist ja echt, du bist mehr wie verrückt, Tobi. Wow. Verrückter Kerl. Namens Jö. Karte namens Jö. Wow. Gerne, mein Bester. Ich danke dir. Ich danke dir. Hammer halt. Alter, wow. Es hilft mir mehr wie. Mehr Hilfe geht gar nicht. Ich bin platt. Jetzt bin ich wirklich platt. Jetzt muss ich aber nochmal zu dem Thema Karten kommen. Ich meine, es ist schon alles Geld. Schon genauso wie bei uns gibt es in den Apotheken, wenn du ein Rezept holst, kriegst du immer solche Taler, solche silbernen Taler. Hab's ja schon erklärt. Ein Taler hat einen Wert von 50 Cent. Und ich habe jetzt schon, weil meine Mutter gibt mir immer diese Taler. Und ich habe da jetzt Taler, das sind glaube ich momentan knapp 20 Stück. Und das sind ja knapp 10 Euro. Da kann ich zum Beispiel bei uns, bei mir hier in die Bäckerei gehen und mir für 10 Euro kann mir Sachen kaufen. Süße Teilchen oder so. Oder gerade diese Karten, wo dann umgewandelt werden die Punkte in Geld. Das ist alles Geld, was man bekommt. Gratis in dem Sinn. Und wenn man das halt nicht macht, hat man es halt nicht. Und ich mache das halt alles, ne? Twitch zahlt sich ja echt voll aus. Mehr als ob's YouTuber jemals getan hat. Kein Vergleich zu YouTube. YouTube ist halt. Mein Problem war halt immer bei YouTube die ganzen Kleinkinder mit ihren FNAF-Fangames. Das ist halt meine Community bei YouTube, ne? Die kleinen aus aller Welt hier 10-jährigen, 12-jährigen Pseudo-Entwickler, ne? Das ist mein YouTube, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Oder heute habe ich aber da eine Dose gefunden auf dem Weg zu meiner Mama. Eine Dose sind 25 Cent. Ich habe ja immer einen Einkauf, so ein Körbchen dabei. Gleich ins Körbchen machen, ne? Sind 25 Cent, ne? So. Überall liegt Geld rum. Überall liegt Geld rum. Ist genauso mit diesen ganzen Produktproben, wo es umsonst gibt. Warum nicht machen, wenn jemand was umsonst verschenken möchte? Wird alles mitgenommen heutzutage. Und ab und zu ist ja was, was ich selber gebrauchen kann. Und dann passt es auch. Wenn nicht, verschenke ich es halt wieder. Krass. Morgen 8:45 Uhr Zahnarzt. Oha. Oha. Passt mir zwar gar nicht in den Kram, weil ich dann erst wieder so spät heimkomme.
wo ich damals noch Raucher war, habe ich mich da auch bei John Player angemeldet. Der hat mir auch alle 1 bis 3 Monate einfach mal, ja. Und momentan, ich bekomme ja immer da, auch wo meine Sonnenbrillen her sind, da kriege ich auch andauernd, gibt es diese, wo sie neue Zigaretten raushauen. Und wenn man denkt, das ist ja eine ganze Packung, die kostet 7 Euro. Die hauen da mal so viele Packungen für 7 Euro raus. Finde ich cool. 7 Euro ist ja nicht nur, dass nur 1 oder 2 Zigaretten drin sind, ist ja eine ganze Packung. 7 Euro. Und das finde ich mal stolz. Ja. Um ehrlich zu sein, auf YouTube hast du in meinen Augen nicht mal eine. Nicht, nee. Das habe ich ja immer gesagt. Auf YouTube habe ich immer gesagt, ich habe zwar meine mittlerweile 2200 Abonnenten, aber eine richtige Community habe ich nie, 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 nie zusammenbekommen. Nie. In 5 Jahren nie eine Community gehabt, trotz 1000, über, also jetzt 2000 Abonnenten, nie eine Community gehabt. Nie. Es hat einfach nicht funktioniert auf YouTube. Nie. Null Chance, null Chance. Der Einzige, wo wirklich immer da war, warst du, Kemas. Du warst der Einzige von diesen 2200, wo immer da war. Immer. Traurig. Warum, verstehe ich bis heute nicht, aber es hat halt einfach nicht sollen sein, ne? Hat halt nicht geklappt und ich meine, deswegen habe ich trotzdem weitergemacht, ne? Spaß haben wir trotzdem ab und zu mal gehabt. Mann, hau ab! Mücke! Diese scheiß Fliege, Leute. Oh, ich muss mal ein bisschen näher ran hier, damit ich ein bisschen entspannter sitzen kann. Sonst kriege ich es noch mehr ins Kreuz. Mal ein bisschen anlehnen. Immerhin besser als keiner, ja. Der Martin habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Martin. Der Martin. Aber morgen ist auch schon Mittwoch. Da haben wir noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann ist schon wieder Wochenende, ne? Ruckzuck ist die Woche wieder rum. Rucki Und dann bin ich mal gespannt. Weil heute ist der 13. Das wäre Dienstag, ja. Muss ich machen. Ja, mal schauen, wo das noch alles hinführen soll. Das ist noch. Wenn heute der 13. ist, 7, 14, 21, 13, 12, Ich rechne gerade, wann es wieder Rente gibt. Ich muss gerade mal hier rechnen. Der 31. Was ist denn das für ein Wochentag? Der 31. Juli. Was ist denn das für ein Wochentag?
Morgen kommen die nächsten Zähne raus. Ja. So ist es. Morgen wieder zwei, ne? Wieder zwei. Ist halt das Problem, wenn du immer Nervenentzündung hast und keiner weiß warum, da gibt es ja nicht viel Alternativen, ne? Wenn die Nerven verrückt spielen, dann ist alles zu spät, ne? Dann ist zu spät. Samstag. Der 31. ist ein Samstag. Dann gibt es am 30. Dann gibt es also am Freitag, den 30. gibt es wieder Rente. Freitag, der 30. Das sind jetzt noch 17 Tage. Bei dir am 26. Ah. Ja, Rente ist halt immer ein bisschen später, ne? Die immer genau am Ende des Monats. Und wenn jetzt halt der letzte Tag im Monat auf den Samstag fällt, dann gibt es halt am Freitag schon. Kriegen immer zwischen dem 24. und 26. und der 24. ist Samstag. Also, das ist okay. Das wäre mir auch lieber, wenn es noch ein paar Tage früher wäre, aber da kannst du halt nichts beeinflussen, ne? Da sind mir die Hände gebunden. Yummy. Ich hätte so Lust jetzt, so voll Lust auf so ein schönes Cordon Bleu mit Pommes und so einer schönen Rahmsoße. Auf das hätte ich jetzt Bock. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Cordon Bleu mit einer Rahmsoße noch und Pommes. Das würde ich so gerne jetzt essen. Schön mit Schinken drin, geiler Schinken, geilen Käse drin. Oh. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Das wäre jetzt genau so mein Ding. Nur, wo kriegt man jetzt ein Cordon Bleu her, ne? Kann ja nicht hier mit dem Finger schnippen. Man. Kacke. Bin mal gespannt, was meine Mom am Sonntag kocht. Was ich dann eventuell am Montag wieder ein Restchen probieren darf. So ein kleines Probiererchen für einen alten Mann. Bin mal gespannt, ja. Ich hoffe, sie macht was Gutes, was Leckeres. Wo dann auch ein bisschen was übrig bleibt von Rosti Mann. Und Weihnachten ist ja noch eine Weile hin. Und mein Geburtstag ist auch noch eine Weile hin. Mütter kochen immer gut. Immer. Also meine Mom sowieso. Ich sage ja, die Soßen von meiner Mom, die sind göttlich, göttlich, die Soßen. Da sterbe ich dafür. Vor allem ihre Bolognese-Soße, die ist unerreichbar, unerreichbar. Morgen wird echt ein interessanter Tag.
Bei dir auch, bei dir auch. Also bei mir ja durch den Zahnarzt, alles ja für mich Routine. Und was gibt's bei dir so Interessantes dann morgen? Bei dir auch, Tobi? Ja, was ist jetzt los? Ich war ganz hier erstaunt hier. Was geht denn jetzt ab? Bei allen ich morgen was ganz Interessantes ja. Hab morgen eine Prüfung für die Uni. Oha. Na, da drückt aber der Rosti hier mal das Däumchen, ne? Uni, oh je, Prüfung. Also was stelle ich mir ganz schwierig vor. Ah, das wäre nichts für mich. Nein, nein. Uni, oh je. So viel lernen, ne. Das wäre nichts für mich. Studieren? Nee. Nee. Danke dir. Bin gut vorbereitet, nur diese Online-Lernen und Online-Klausuren nerven. Oh je. Na, das wäre absolut nichts für mich. Absolut nichts für mich. Morgen ist bei mir Auszug aus dem Internat, Internat in eine Wohnung. Komme aber mit einem anderen, da auch auszieht zusammen. Ah, Wohnung, oha. Oha, neue Veränderung. Hei, hei, hei. Ja, da geht aber hier in der Punk ab hier. Ta. Coole Sache, ja. Wow. Aber ist ja voll hier was los. Im Gegensatz zu mir, ne? Wo hier tote Hose ist, kannst du sagen. Not bad, not bad. Nicht schlechter, Leute. Das ist ja mal cool, ja. Oh Mann, ja. Auszug. Voll neuer Lebensabschnitt sozusagen, ja. Wenn ich mir das überlege, wenn Leute studieren oder gerade so, wenn sie dann noch so hier im medizinischen Bereich so studieren, was man da alles lernen muss oder egal wo, das wird bei mir nie reinkommen. So viel Input, ne, nein, absolut nicht, absolut nicht. Ich könnte mich da auch nicht hinsetzen und den ganzen Tag oder über Wochen hin. Jeden Tag lernen, lernen, lernen und dann vielleicht noch hier irgendwie so dieses Ding dann zu schreiben, hier eine Doktorarbeit oder so oder eine Klausur. Oh nee, absolut nicht. Ich meine natürlich, ich bin jedes Wochenende wieder daheim. Ja, klar, aber halt unter der Woche. Ah ja, Remi Demi sein hier an der Bude hier. Übungssache, das ist nicht meine Welt. Weil ich das habe ich schon. Seit ich klein bin, konnte ich das noch nie lernen oder so. Nee. Oder mich so auf irgendwas konzentrieren. Nee. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wo ich an die Uni kam, musste ich auch erstmal wieder lernen zu lernen. Ja. Aber ich habe das in der Schule noch nicht können. Oder sonst was. Oder aufpassen überhaupt. Noch nie. Bei mir stand auch immer früher in den Zeugnissen, wo es noch keine Noten gab. Da gab es dann in der ersten, zweiten Klasse oder so. Da haben sie ja nur Sachen hingeschrieben, wie man sich verhalten hat und so. Da stand bei mir auch immer nur, ich kann mich nicht konzentrieren, ich lasse mich gern ablenken und so weiter. Und so war es mein ganzes Leben. Ich kann mich einfach nicht auf eine Sache so konzentrieren und aufpassen, weil dann mache ich mal wieder das, mache wieder das. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Permanent auf nur eine Sache machen. Nee, nee. Nee. Das funktioniert bei mir nicht. Hat noch nie funktioniert. Noch nie. Noch nie. Und selbst wenn ich das wollte, wird mir das nicht gelingen. Gelingt mir nicht. Absolut nicht. Geht gar nicht. Das geht nicht. Nein. Ich habe auch noch nie auf irgendwas gelernt oder so, weil vor was?
entweder ich habe das im Kopf und kann mich an gewisse Dinge erinnern, oder das klappt eh nicht. Bin gerade am Abbauen. Um die Uhrzeit noch so viel Stress hier. Meine Schulzeit war aber auch so. Hab später erst gecheckt, dass es wichtig ist zu lernen. Und von mir das klar wurde, so mit 17 oder 18 ging es eigentlich mit den Noten stets bergauf. Ja, mir war das auch schon bewusst, dass man hier schon ranklotzen muss. Bloß, ich hab's halt nie gemacht, weil ich konnte es einfach nicht umsetzen. Mir war es zwar klar, dass wenn du was erreichen willst, dann musst du halt auch Leistung bringen. Aber ich war immer mit dem zufrieden, was ich gemacht habe. Es hat gelangt, ich bin überall durchgekommen und es hat mir eigentlich im Prinzip immer gelangt. War vielleicht ein Fehler, ne? Aber nee. Ich habe aber lieber andere Dinge noch getan, wie daheim zu sitzen und zu lernen oder sonst was. Aber lieber mit Freunden draußen gespielt oder sonst was. Und bin trotzdem durchgekommen. Bin nie sitzen geblieben oder so, nö. Weil es halt absolut noch nie meine Welt war. Noch nie. Aber in jeder Beziehung. Ob jetzt Schule oder Beruf oder sonst was. Ist genauso mit dem Sport früher. Ich war nie ein Freund von Trainieren oder so. Absolut langweilig. Trainieren, bloß nicht. Macht alles ganz spaßig, langweilig. So, geh jetzt aber auch pennen. Um 8 Uhr geht der Wecker. Lass dich morgen beim Zahnarzt nicht ärgern. Nee, nee, ich lieb's beim Zahnarzt. So alles nette Ladies, Musik läuft. Ich sag immer, wecken Sie mich, wenn Sie fertig sind. Und dann, nee, nee, das ist bei mir ganz normale Routine, also nichts Neues für mich. Ich mag das beim Zahnarzt. Vollkommen zufrieden mit meinen Ladies beim Zahnarzt. Nette Zahnärztin. Alles nette Leute. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und nochmal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, Tobi. Und mach's gut morgen und hab einen entspannten Tag. Erhol dich gut, ne? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich hatte Sportunterricht immer gehasst. Ich auch jemals, ich auch. In der Schule, Sport, sowas, weil ich immer so faul war. Und dann habe ich mich ja vom Sport befreien lassen in der Schule. Dann musste ich keinen Sport mehr machen. Eben wegen meinem Rücken. Und da habe ich mich vom Sport befreien lassen. Da habe ich gesagt, Ätschi, ihr habt jetzt Sportunterricht und ich kann mich draußen rumdrücken. Nee, nee, da bin ich sehr hier flexibel. Und sehr einfallsreich. Ich habe mich vom Sport befreien lassen. Ja, und dann halt richtiger Sport danach. Da war ich ja mit dem Glacissimo hier, mit dem Jürgen im Verein. Wir waren ja im gleichen Verein. Und da war ich auch nie ein Freund vom Trainieren oder so. Vom Wettkampf ja, aber trainieren, langweilig. Weil es bringt ja eh nichts. Entweder ich kann es oder ich kann es nicht. War ich noch nie so, der Freund. Und in der Schule Sport machen ist ja sowieso das absolut Unnötigste, was es überhaupt gibt. Schule, Sport, also so ein Quatsch. Alles Quatsch, ja. Braucht doch kein Mensch, oder? Naja, Völkerball war immer lustig damals, aber der Rest war zu. Völkerball. Nein. Das ist ja. Wenn ich an den Sport in der Schule denke, das ist ja. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und meistens hast du da noch einen Sportlehrer, der mit Sport absolut nichts am Hut hast.
Da haben sie halt irgendeinen Lehrer hingepackt und haben gesagt, so, du machst jetzt den Sportunterricht und fertig, ne? Aber noch nie Sport selber gemacht, nie hier Sport auf Lehramt gemacht, noch nie. Aber dann hauptsächlich Sportlehrer, ne? Der Lehrer tausendmal unsportlicher wie der Rest von der Truppe und der macht dann den Unterricht. Also was, so ein Quatsch. Aber kann ich auch daheim bleiben hier. Gehe ich lieber hier im Winter Schlitten fahren, habe ich mehr davon. Ja, ist so, oder? Ist ja so, ne? Oh mein Herr. So ein Sport im Verein, das war cool. Weil da hast du halt auch richtige Kollegen zusammen. Da macht er auch ganz anderes Flair. Und immerhin haben wir zweite Bundesliga gespielt. Wir haben zweite Bundesliga gespielt. Jürgen und meiner einer. Ach ja, in der Mittelschule hatte ich einen Sportlehrer. Da war mir echt nicht sympathisch. Also mir waren Lehrer schon immer sehr unsympathisch. Immer. Weil ich halt auch immer ruhig war. Ich war ruhig, ich habe nie einen Ton gesagt. Ich war immer für mich, immer zurückgezogen. Ich habe immer geschwiegen. Der große Schweiger. Ja, morgen 420 Milliliter Gelator. Ja, guten Morgen. Ich bin schon wieder hier müde hier. Und jetzt erst nach knapp 3 Stunden heute. Heute bin ich irgendwie... Mir tun auch die Augen ein bisschen weh. Die Augen tun mir ein bisschen weh. Augen ein bisschen überanstrengend. Das hell. Ich mag halt nicht, wenn ich. Ich habe ja hier bei mir normalerweise nie Licht an. Und wenn ich streame, habe ich ja immer die blöde Lampe an der Decke an. Damit es ein bisschen heller wird. Und das mag ich absolut nicht so hell. Guten Morgen, Santa Spiff. Santa Spiff. Guten Morgen, Santa Spiff. Der Santa. Santa kommt erst wieder im Dezember. Der Santa. Santa Claus. Oh, Jesus. Nur wenn ich mal was nicht gemacht habe, weil diese Aktivität total scheiße ist, ist der Kartoffelkopf mich immer komisch angegangen. Kartoffelkopf. Auch ein cooler Name. Kartoffelkopf. Habe jetzt auch noch nie gehört. Kartoffelkopf. Ja, Kartoffelkopf. Hey du, Kartoffelkopf hier. Komm mal rüber zum Blumenkohl hier. Gibt's eins aufs Radieschen? Auf die Möhre. Ups. Es gibt was auf die Möhre. Herr Kartoffelkopf. Kartoffelkopf. Auf Ideen kommt ihr, Leute. Cool hier. Auf Ideen kommt ihr. Kartoffelkopf. Wie kommt man auf den Namen Kartoffelkopf? Habe ich dann einen Versprecher in einem Stream? Ah, ja, das ist meistens so, ne? So geht's mir auch, ne? Wo ich da gelesen habe, Witzbold anstatt Weißbold. Habe ich auch Witzbold gelesen, ne? Lies ich Witzbold, dabei warst du Weißbold, ne? Das sind meistens die kuriosesten Dinge, ne? Oh je. Oh, jetzt fällt mir die Asche runter. Au! Scheiße. Kurz gucken hier, ne? Damit ich auch mal was geschrieben habe. Top, op. Ach, er muss ja erstmal hier. Rösti, was treibst denn du da her? Top, op. Wer führt? Ah, Jürgen mal am Platz Nummer Uno. Oh, wo ist denn alle Gamers? War ja 2 Tage nicht da. Oh, abgefallen hier. Abgefallen auf den 10. Platz. Oh, also war schon 2 Tage nicht da. Samstag und Sonntag, ne? Samstag war schon nicht hier on the road. Und Sonntag auch nicht. Weil er dein Kollege da war, ne? Ja.
Samstag, Sonntag. Naja. Ich muss mal hier mein Tablet hier ranholen. Wenn ich jetzt sehen würde, was ich filme, ne? Aber da müsste ich so hinstellen. Ich müsste ja, um zu filmen, müsste ich so hinstellen. Und das ist halt scheiße, ne? Weil dann sehe ich nicht, was ich filme. Und das ist der große Code hier, ne? Der große Kack an dem scheißen ganzen Ding hier. Scheiße ganze Ding. Dass man halt nicht sieht, was man filmt. Ohne Pro-Version. Muss man gucken, was die für die Pro-Version verlangen. Bei Droidcam. Die hintere Kamera hat die bessere Quali, also. Ja, schon. Aber ich sehe halt nicht, was ich filme. Und ohne Halterung geht es gar nicht. So ohne das Ärmchen, wo ich es rein machen kann. Weil sonst kippt sie mir ja immer um, ne? Außerdem kannst du das bei OBS sehen. Natürlich kann ich sehen. Nur ich kann es halt nicht aufstellen, weil mir klappt es ja immer um. Sobald ich hier was bewege, klappt es mir ja um, dann kippt es mir um und dann fällt es um. Ich brauche eine Halterung. So ein Arm, wo du da reinmachen kannst, wie so ein Tablet oder wie ein Smartphone. Rip, weißt du, wo du dann so zusammen machen kannst. Rip. Und dann kannst du das schön positionieren. So am besten noch mit irgendwo hinschrauben. Und dann ist das wunderbar. So ein Ärmchen kostet, glaube ich, 19 Euro bei Amazon. Und dann wäre das eine feine Sache. Aber so ist halt scheiße. Die Kamera ist natürlich tausendmal besser wie die Webcam, wo ich jetzt habe. Aber einfach so hinstellen kann ich sie halt nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil dann kippt sie mehr um und dann ist auch scheiße. Ganz einfach. Dann kippt sie mir um. Das dumme Stück. Das ist das Problem. Das Umkippen, das vom Tablet. Das ist halt das Problem, ne? Kartoffeltopf. Jürgen ist auch noch da. Kartoffeltopf, schreibt der Kartoffeltopf. Ah, Kartoffeln. Kartoffeln wäre jetzt auch geil. So Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Lecker Bratkartoffeln. Außerdem kannst du das bei, also OBS sehen. Klar, ich kann alles sehen. Warte mal, wo filmen wir denn jetzt hin? Nirgends, am besten nirgends hin filmen, Rosti. Ich kann euch ja zeigen, momentan filmt mein Tablet das. Das filmt jetzt gerade mein Tablet. Das da oben filmt mein Tablet. Mein Brillenetui, das filmt mein Tablet. Sehr interessant, ne? Sehr interessant. Mysteriös, ne? Das stammt auch aus Kartoffeltopf. Das hattest du statt Kartoffel, Kopf, Kartoffel. Ihr bringt mich da ganz durcheinander. Moin, Londrey. Moin, moin, Londrey. Wie viele Pringles-Dosen hast du schon? Oh, einige. Einige. Ist ja nur ein kleiner Teil. Nur ein kleiner Teil, wo ich schon probiert habe. Ah, oh, mein Kreuz. Oh, mein Kreuz. Mein Kreuz tut weh. Wenn ich irgendwas hätte, wo ich dieses blöde Tablet reinstellen könnte. Wenn ich das hätte, aber ich habe nichts zum Reinstellen. Mist. Weißt du, wie so eine Verankerung bräuchte ich. Stabile Sammlung. Ja, aber Pringles schmeckt halt absolut nicht. Das ist das Problem, ne? Sie schmecken halt absolut nicht. Diese Marke, die ich absolut nicht mag. Ich mag sie nicht und weil geschmacklich null, bis auf ganz wenige Ausnahmen, schmecken die Pringles ja nach gar nichts. Nach Muff. Muff. Also sprich nach bleh, ekelhafter Geschmack. Einfach. Mal gucken hier, was mein Ding da macht. Ne? Dülüp, 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 dülüp.
könnte mal probieren. Ich könnte mal was probieren. Kaufst du sie nur wegen den Dosen? Nee, weil ich mache ja Geschmackstest. Ich teste ja alles hier an Produkten und dann guckt man halt auf sowas, ne? Nee, das geht jetzt auch wieder nicht. Ach, scheiße, ja. Nichts funktioniert hier in dem Saustall. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Nein, nein. Ich krieg das nicht hin. Scheiße. Ich teste ja. Alles an Chips, Burger, egal was. Alles, was essbar ist, wird getestet hier, ne? Kaufst du dir nur wegen Dosen. Und die einzige, wo mich wirklich überzeugt hat, das war die... Das ist die einzige Pringles-Sorte, wo mich wirklich begeistert. Die Pringles Döner Kebab Flavor. Das sind die einzigen, wo ich sage, die haben wirklich, die schmecken wirklich wie ein Döner. Das sind die einzigen Pringles, die mir wirklich am allerbesten schmecken. Die haben mich wirklich umgehauen. Für mich ein Ding der Unmöglichkeit, dass Pringles mich so umhaut. Weil ich absolut keinen Pringles mag. Aber die Döner kann ich nur empfehlen. Nur empfehlen. Ja. Oh je. Yeah. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ, Superstar. Ja. Was soll ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich jetzt machen. Aber ich weiß nicht mehr was. Und mein Tablet kann ich ja schlecht vor mich hinstellen, weil vor mir ist schon mein Laptop. Und ich kann es ja schlecht auf die Tastatur stellen, ne? Hm. Nächstes Problem. Ich brauche also so eine Halterung. So einen Arm. Nee. Um das Tablet da reinzupacken. Dann hätte ich zumindest mal zwei Cams. Dann hätte ich zwei Cams im Einsatz. Und so kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Tablet zwar in der Wohnung rumlaufen und euch das zeigen, aber ich brauche ja auch noch ein paar Geheimnisse für später mal, ne? Und der Gamers hat ja hier schon Clips gemacht bei meiner Roomtour. Stell dir vor, Pringles hätte Salt und Vinegar Geschmack. Nein, ich glaube, die würde ich mir nicht einmal kaufen. Die würde ich mir nicht mal kaufen hier. Nee. Absolut no. No. Die würde ich mir nicht kaufen. Im Leben nicht. Weil da wüsste ich hundertprozentig, dass das nichts taugt. Nee. Nie. Selbst wenn sie jetzt rauskommen würden, würde ich die nicht einmal testen. Da hätte ich ehrlich gesagt Schiss davor. Lidl ist der King, ja. Aber wirklich, Lidl ist der King. Hat man ja wieder gesehen heute an diesen Burgern, diesen Chicken Burgern. Die aus dem Lidl, die haben so einen schönen Chicken Geschmack. Du schmeckst das Hühnchen raus. Und bei denen vom Aldi, das ist nur eine Fettpumpe. Da kannst du das Öl rauspressen. Da läuft das Öl an den Fingern runter. Was ist dein Lieblingsverpackungsmaterial? Verpackungsmaterial? Danke. Kind eines Schwanes. Dein Follow. Kurioser Name. Was ist dein Lieblingsverpackungsmaterial? Was verstehst du unter Verpackungsmaterial? Was sind meine Lieblingschips? Also seit gestern diese aus dem Lidl von der spanischen Woche, die Patatas Fritas mit Meersalz und Olivencrisp. Und sonst halt Lorenz. Alles von Lorenz ist geil. Und halt diese Lidl, diese spanischen Chips, Patatas Fritas mit Meersalz und Olivencrisp. Wegen diesem geilen Olivengeschmack. Den Chef Select Burger. Nee, diesen Chicken Burger, diese Doppelpack, die haben schon auch schön, waren schon gut. Es ging jetzt nur um diese Doppelpack Hühnchen. Weißt du, die ganz normalen für 1,99.
Brombeeren tue ich morgen testen. Morgen teste ich ja die Brombeeren Limited Edition Pizza Style. Moment, Pizza Style. Die Pizza Style teste ich morgen. Ist ja hier Limited Edition. Die kommt morgen dran. Pringles Dose oder lieber Eierkartons? Was du auspackst vor dem Essen. Am liebsten auspackst. Gute Frage. Da ich halt, ich liebe Eier. Und Eierkartons mache ich gern auf. Weil da sind Eier drin und Eier sind geil. Das andere wären die Premium Selection. Also ich rede von diesen Doppelpack-Burgern. Die ganz normalen 0815 Standard-Burgern. Da waren die vom Lidl, die Hühnchen, die mit Chicken waren auch geil. Aber die vom Aldi gehen gar nicht. Und solche Stapelchips in diesen Dosen mag ich eh nicht. Und ich habe in meiner Küche stapeln sich die Eierkartons in der Höhe von mindestens 1 Euro, 1,60 Meter stapeln sich die Eierkartons. Ich bin halt ein absoluter Eierfanatiker. Bisschen viel, ne? Ich muss mal kurz was gucken, ob ich das gerade mal hier finde. Weil das gibt's dann morgen, wenn ich es finde. Kann sein, dass ich es auch noch gar nicht hier habe auf der Platte. Test 108 habe ich. Nein, ich habe ihn noch nicht hier. Ich habe ihn noch nicht hier. Den Test Nummer 108. Die Pringles, die Pombeer Pizza Style. Limited Edition. Aus dem Penny. Da bin ich mal gespannt, ja. Mikro aus 1960. Danke Loondray für deinen Follow. Meine Mikrowelle, die ist mindestens schon, die ist noch aus den 90er Jahren. Also die ist mindestens schon 20 Jahre alt. Die Mikrowelle, die ist uralt, meine Mikro. Aber die funktioniert noch einwandfrei, ne? Zum Warmmachen langt es. Heutzutage kauft er was, nach 2 Jahren spätestens geht's am Arsch. Garantie vorbei, 2 Tage später sind die Dinger kaputt. Wenn man nichts im Leben zu tun hat, als Pringles zu essen, jo. Ich habe sie nur getestet. Es gibt schönere Sachen wie Pringles zu essen. Es ist nicht hier schön, Pringles zu essen. Gemüsechips. Ich habe mal die Kichererbsen oder diese Linsenchips probiert. Die gehen gar nicht, die gehen gar nicht. Hartz IV regelt, oder? Nee. Ich bin Rentner. Ich habe mit Hartz IV nichts am Hut. Ich bekomme meine Rente. Rente. Nix Hartz IV. Ich bin kein Harzler. Ich liege im Staat nicht auf der Tasche. Ich bekomme nur mein Geld, wo ich jahrelang einbezahlt habe. Meine Rente. Ist ein Unterschied zwischen hier im Staat auf der Tasche liegen und hier sein Geld, wo man einbezahlt hat, über Jahrzehnte wieder zu bekommen, ne? Ist ein Unterschied. Was ich gearbeitet habe. Ich habe so viel in meinem Leben gearbeitet, so viele verschiedene Berufe, die ich schon so oft gesagt habe, das würde hier zu lange jetzt dauern, das wieder alles aufzuzählen. Du sollst nicht von dir auf andere schieben, ne? Kollege. Ja, jetzt schauen hier.
Mich wird's interessieren. Dann freu dich, dann freu dich. Dann freu dich doch, wenn du deinem Vater auf der Tasche legst und selber dafür nichts machst. Dass du nicht imstand bist, dein eigenes Geld zu verdienen. Freu dich doch. Es soll ja auch Menschen geben, die nichts im Leben leisten, weil sie unfähig sind. Gibt's ja auch, ne? Ah, da sind wir ja schnell dabei hier, ne? Noch so ein Spruch, tiefer Bruch, ne? Wie es so schön heißt. Noch so ein Spruch, tiefer Bruch. Ja, das sind immer die, ne? Nichts allein auf die Reihe kriegen, ne? Immer auf andere angewiesen sein. Siehst du, ich liege keinem auf der Tasche. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Wo schlaue Leute hingehen. Ja, da gehst du ja nicht hin dann, oder? Das kann ja nicht sein, ne? Wenn ich schlau bin, dann mache ich ja was von ganz allein, krieg was allein auf der Reihe und bin nicht auf andere angewiesen, wo mir hier das Geld in den Hintern blasen. Dann verdiene ich ja mein eigenes Geld und sage nicht hier, Papi, zahl mal das, Papi, zahl mal das, ne? Dann gehe ich selber nebenbei arbeiten und verdiene das Geld fürs Studium, oder nicht? Dann bin ich schlau. Ja, ich schaue mir das jetzt hier noch einen Spruch an und dann bin ich aber schnell dabei hier. Ja, also dann geh hier woanders hier den Leuten auf den Keks gehen hier. So, einmal nicken hier. Moment mal. Ja, mal kurz hier ein kleines Timeout. Vielleicht lernen das dann oder mal hier die Presse hält. Ja. Einfach mal ruhig sein und hier den anderen Leuten nicht auf den Keks sehen. Ich meine, das sind die typischen Menschen, wo meinen, sie sind was Besseres und sie kriegen ja alles bezahlt hier und der Rest der Menschheit ist hier doof, ne? Sozusagen. Aber das juckt mich ja nicht, ne? Lässt mich ja kalt. Ich habe es halt nur so lange gewartet, weil ich gedacht habe, meine Moderatoren greifen hier ein, aber da ja Marlene und der Rest hier alles hier anderweitig beschäftigt ist heute, ne? Kann auch sein, Gamers. Das Leckerste, oh, da gibt's viele Sachen. Ja, gibt's viele Sachen. Da ich ja meine selber gemachte Pizza über alles liebe, ich liebe Hähnchen, ich liebe Sushi, ich liebe Lasagne, es ist so, das sind so geile Sachen. Ich liebe das Essen von meiner Mom. Einen geilen Eintopf oder so liebe ich auch über alles. Einen geilen Wurstsalat liebe ich über alles. Oh, ich liebe ein ganz normales, schönes Ciabatta mit Butter drauf und Eiern. Oh, und vielleicht noch Lachs oder so. Oh, mega geil. Weil den IQ von... Hat er ja. IQ wie Klospülung. Und früher habe ich ja immer... Also vor Jahren habe ich noch das Sushi, immer jeden Sonntag habe ich Sushi gemacht, immer selber gemacht, weil ich halt immer eigentlich alles selber mache. Ich mache meinen Pizzateig selber,
Der geht dann hier über knapp 3 Tage im Kühlschrank. Ich mache alles selber. Also von Fertigprodukten oder so für mein Essen, wo ich normal esse, bin ich absolut kein Freund von. Oder von so Maggi-Fix oder so, absolut nicht. Muss alles selber gemacht werden, alles selber. Ich glaube, das ist eine zerbeulte Blechdose in den Hörern, ja. Aber es gibt so viele geile Essen. Ist genauso wie wenn du jetzt fragst, was ist da dein geilster Film oder geilste Serie? Da gibt es so viele geile. Ei mit Maggi. Da oben stehen so viele leere riesen Maggi-Flaschen. Ich bin ein absoluter Maggi-Fanatiker, bloß vertrage ich das Maggi nicht so gut. Da muss ich immer sehr vorsichtig sein. Aber ich habe das hier flaschenweise und immer halt die großen Flaschen. Maggi ist so geil. Maggi ist so geil, ja. Aber naja, lassen wir den Vorfall hinter uns, ja. Den Vorfall, Durchfall, einfach hinter uns lassen, ja. Kannst ja mal eine kleine Ruhmtour machen. Ich hab gesagt, ich muss mir ja noch ein paar Sachen für kommende Zeit aufheben. Ich kann halt hier schon am Anfang hier alles raushauen, alles zeigen, alles machen und dann interessiert es keinen mehr, ne? Man muss ja noch ein paar Sachen so aufheben für später mal, je nachdem, wie sich's entwickelt jetzt auf Twitch. Und dann mal schauen, ne? Wird alles noch kommen mit der Zeit, ne? Aber nicht alles auf einmal, ne? Weil es ist ja auch hier, du kriegst ja auch nicht deine ganze Geschenke fürs ganze Leben auf einmal an einem Weihnachten. Dafür gibt es ja jedes Jahr Weihnachten sozusagen, ne? Jedes Jahr wieder neue Geschenke. Ich habe einen Clip gemacht, wo er kurz ein paar Sachen zeigt. Ich habe schon ja einen Vlog aus der Küche gemacht. Darf ich den Clip sehen? Mich darfst du nicht fragen. Der Vlog, wo heißt Rasieren ist Scheiße, der war in der Küche. Und dann habe ich auch schon draußen gefilmt. Am Sonntagmorgen habe ich auch einen Vlog mal gemacht von draußen. Auf YouTube. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Nur mal so zur Info, ne? Nur so zur Info. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, aber jetzt so machen. Es ist deshalb die Scheiße, ich muss immer alles heben, ne? Ich muss es heben. Und das ist die Scheiße. Ich muss es heben. Ja. Wenn ich jetzt so hier mal, das muss ich jetzt so in der Hand heben. Und das ist ja voll Kacke, ne? Und das geht halt nicht. Ne? Und da klippst den Titel laut Rostis Ruhmtour. Ich Rostis Ruhmtour. Wie sich das anhört. Ja, voll Pseudo, oder? Ist ja gar keine Ruhmtour, ja. Chaotisch hier. Aber es gibt auf jeden Fall mal, werde ich auch aus der Küche streamen, sobald ich da halt so hingebaut habe, dass ich auch alles hinstellen kann zum Filmen, um da überhaupt einen Stream zu machen aus der Küche. Dann gibt es auf jeden Fall auch noch einen Stream aus der Küche, wenn wir da mal kochen, ne? Semi-Roomtour, ja, war ja Pseudo-Roomtour. Da muss ja unter Anführungszeichen machen. Roomtour. Oh no. Jesus. Oh, mein Kreuz. Mein Kreuz. War top. War top. Scheiße, scheiße. Das ist ärgerlich.
Dann geht, da habe ich jetzt, oh. Gamers haut 200 Bits raus. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Gamers. Wow. Ich bin einfach wieder sprachlos heute. Haut die Gamers wieder 200 Bits raus. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Alles chaotisch. Alles Chaoten hier. Nee, und ihr seht ja selber. Es ist ja kacke, wenn du die ganze Zeit jetzt dieses Tablet halten müsstest. Wenn ich es jetzt so aufstelle, dann filmt es halt nach unten. Und wenn ich es jetzt so gerade machen würde, dann fällt es mir halt um, wenn ich es bewege. Ne? Und das ist die Scheiße. Darum habe ich eigentlich gehofft, dass man es mit der Frontkamera aufnehmen kann. Aber das gibt halt nur bei der Pro-Version. Du hast halt nur deine stinknormale hintere Kamera. Und das ist halt kacke. Da müsste ich halt immer heben. Und das ist scheiße, da kriege ich ja einen Krampf in den Arm, weil so ein Tablet ist ja schwer, ne? Ein Tablet ist schwer. Schwerer wie ein Smartphone. Aber die Qualität ist halt gut von der Kamera. Vielleicht nächsten Monat bei Amazon so ein Arm holen, wo ich das dann hier befestigen kann. Und dann kann ich das hier schön justieren und dann habe ich da schöne Cam. Dann geht es wunderbar. Aber vorher geht es halt nicht. Weil ich ja nichts hinbauen kann irgendwie. Ich kann ja da nicht hier ein paar Nägel in meinen Laptop klopfen. Geht ja auch nicht, ne? Damit mein Tablet nicht umfällt oder so. Das funktioniert natürlich auch nicht, ne? Das funktioniert nicht. Dies geht nicht. Das geht nicht. Dann hauen wir lieber noch hier ein paar Chips rein, ne? Ein paar Chipsy hier. Chipsy King. Ja. Fährt nur draußen ein Bus dran, gerade durch. Ein Bus. Um die Uhrzeit fahren noch Busse rum. Ja, wo gibt's denn sowas? Hat sich zumindest mal so angehört wie ein Bus. Oh, ein Bus. Gib mir einen Kuss, Bus. Bin gerade am Überlegen. Morgen gibt es ja die Pombeer Pizza Style und die Funny Frisch Tzatziki. Die gibt's morgen. Da bin ich mal gespannt hier. Ob die Pombeeren hier nach Pizza schmecken. Da bin ich ja mal gespannt hier. Pizza. Und wehe, das griechische Tzatziki schmeckt nicht. An den Funny Frisch. Wenn ich da nichts rausschmecke, dann esse ich mal hier eine Zeit lang keine Chips hier. So werde nun pennen gehen. Man sieht sich. Dann machst du jetzt auch Feierabend. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß noch beim Umzug. Und ich hoffe, ihr nehmt eure Bude dann nicht gleich auseinander. Ne? Also immer schön hier ganz entspannt hier die Wohnung benutzen. Nicht hier gleich alles vernichten hier. Und nochmal vielen Dank für deine Unterstützung und morgen ist schon wieder die Hälfte der Woche geschafft und das Wochenende nähert sich ja Schritt für Schritt unaufhaltsam. Dann schlaf gut, mein Kollege, außer Steiermark hier, ne? Und wir sehen und hören uns. Und heute Abend natürlich Part 2 aufnehmen oder Part 6 dann. Oh, jetzt haut er nochmal 5 Bits raus. Nochmal 5. Vielen Dank. Vielen Dank, Jemals. Geh jetzt schlafen, Kollege. Ab in die Haie hier. Erhol dich, mein Freund. Morgen wird wieder ein anstrengender Tag. Ich wünsche dir was, ne? Das ist verrückt. Der Kerl ist einfach verrückt. Aber so sind sie die Terminatoren, ne? Die Terminatoren aus der Steiermark.
warm drin. Alles Verrückte hier. Hm. Ich bin ja mal gespannt, ob morgen meine Ladies wieder da sind. Aber dann gibt es ja mal hier Fragen, was es soll. Lassen mich einfach meine Ladies heute im Stich. Total ungewohnt für mich. Ein Tag zu streamen und die ganze Damenmannschaft ist nicht da. Das ist ja kurios. Fühle ich mich gar nicht so richtig wohl. So richtig ängstlich. Weil die Ladies, die haben ja alles hier im Griff, ne? Ich bin ja immer so hoffnungslos verloren, weil ich ja eigentlich von nichts der Ahnung habe. Aber die scheinen ja heute anderweitig beschäftigt zu sein. Ich könnte mal, wenn ich jetzt wüsste, wo ich das hin... Ich weiß nicht, wo ich mein Tablet hinstellen soll. Ich könnte jetzt... Ich habe halt auch nur so schräge Fenster, sonst könnte ich es ans Fenster stellen. Könnt nach draußen filmen. Wäre ja auch interessant, aber das funktioniert ja nicht. Ich kann es ja nicht irgendwo am schräge Fenster irgendwo hinstellen. Klappt halt alles nicht. Ich könnte aus meinem Kühlschrank filmen. Auch witzlos, oder? Kühlschrank filmen. Oh mein Herr. Das Einzige, was ich machen könnte, nee, es funktioniert halt nicht. Weil ich müsste ja gerade hinstellen, mein Tablet. Und wie soll ich es gerade hinstellen? Das fällt mir ja um. Blub, blub, blub. Das ist das Problem, es fällt ja um, ne? Und irgendwie irgendwas bauen, wie soll ich was bauen ohne was? Ohne Material kann ja nichts bauen, ne? Ich bräuchte so einen Rahmen. Muss halt noch einen Monat warten, bis ich so ein Ärmchen mir vielleicht besorgen kann. Aber das sind schon wieder 20 Euro, ne? Es gibt halt nichts umsonst. Nichts umsonst. Mist. Aber ich glaube, ich knabber jetzt noch hier. Ne, soll ich noch was knabbern? Soll ich noch ein Schokolädchen holen? Nö. Habe ich Lust auf Schokolade? Bin noch ein bisschen unschlüssig. Hm. Dann haben wir morgen ja diese zweimal Chips und am Donnerstag gibt es dann dieses dreimal Mikrowellenessen. Einmal aus dem Penny, diese Königsberger Klopse und einmal von Amazon, wo ich umsonst bekommen habe, diese Cevapcici und einmal den Curry-Kartoffeltopf-Eintopf. Auch von Amazon. Habe ich auch umsonst bekommen. Gratis. Alles 400 Gramm, das gibt es dann am Donnerstag zum Testen. Jo. Und am Freitag, wird interessant noch, wird noch eine interessante Woche, das auf jeden Fall, ja. Schwierig. Leute, schlimm, wenn man immer so einen Brand hat. Oh, ich hab einen Durst. Irgendwas muss, ich glaube, diese Fertigburger, da kriegst du so einen Durst davon. Wahnsinn. Ist schon krass, ja. Naja. Oh, das liegt natürlich an den Chips noch. Oder die Mischung Burger, Macaroni.
Hollandaise und Pups. Ja. Ich könnte jetzt schon wieder fragen, ob vielleicht mal Interesse besteht, dass wir vielleicht auch mal was anders machen im Stream. Uns vielleicht mal ein bisschen hier das Internet unsicher machen oder da mal reinschauen ins Internet oder so. Wenn Interesse besteht, kann ja sein, dass er sagt, nö, lass lieber. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Braucht kein Mensch. Da kann man es auch sein lassen, ne? Aber es könnte auch sein, dass ihr sagt, oh ja, könnt ihr auch mal da vorbeischauen oder da mal reinschauen. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber ey, ich krieg da nie irgendwie ein Feedback zurück oder so. Kurio. Ja. Wir haben jetzt zwar erst 3,5 Stunden heute nur, bis jetzt. Aber irgendwie ist auch ziemlich ruhig heute jetzt geworden. Momentan. Ziemlich ruhig. Ziemlich ruhig heute, ja. Auch nicht hier gerade hier der normale Standard, ne? War schon mehr los. Und da wird es ja noch irgendwann mal demnächst die Tortenschlacht geben. Rostis kleine Tortenschlacht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Den ganzen Stream nur Tiefkühltorten und Kuchen essen. Oh, da freue ich mich drauf. Da bin ich ja schon mal, bin ich schon richtig, wie sagt man so schön, geil drauf. Weil ich liebe Torten über alles. Oh. Ich könnte mich an Torten totfressen. Da freue ich mich drauf. Ich würde auch gerne mal so eine Puddingschlacht machen. Nur Puddings essen. Den ganzen Stream nur Puddings essen. Ist auch noch eine Idee. Auch noch eine Idee. Muss ich mal aufschreiben. Und dann eben mal irgendwas noch kochen. Wenn hier könnte ich halt wirklich nur Toast machen, weil ich hier im Bett, da ich ja im Bett streame, habe ich absolut keinen Platz oder ziemlich sehr wenig Platz. Ich könnte zwar hier einen Fondue-Kocher hinstellen, ist aber halt gefährlich, ne? Nachher schwappt hier das Fett drüber und daraus verbrennt sich hier die Beinchen oder was weiß ich was, oder das ganze Öl hier sabbert auf meinen Laptop drauf, ist halt auch kacke, ne? Ich müsste mir hier irgendwie was anderes noch hinbauen. Aber mir fehlt einfach die Zeit, um ihr irgendwas noch zu machen. Und so einen Tag Pause oder so möchte ich halt nicht machen. Einen Tag Pause. Das geht schon gar nicht. Das geht gar nicht. Ach, da steht ja noch mein Senf. Mein Senf steht ja noch hier rum. Von vorhin, von den Burgern. Geh mal weg. Hau ab. Mein Senf steht ja noch rum. Naja. Tja, ja. Da muss ich mir meinen Zettel holen. Ich wollte mal ja was aufschreiben. Auf meinem Notizblock, ne? Auf meinem Notizblock. Ja. Kugelschreiber oder weg. Leute, ich habe so viele Kugelschreiber. Entweder sie gehen nicht oder ich finde sie nicht mehr. Hau ab, du blöde Fliege. Und die Fliege, wo man auf den Keks geht. Es gibt aber Leute. Ich beiß da die Flügel ab, ja. Schön, ja. Drecksviecher. Draußen ist schön Wetter, hau ab. Es regnet nicht, verpiss dich hier. Blöde Fliege, oder? Sowas nervt. Eine Fliege, du willst schlafen, hast eine kurze Hose an, ein T-Shirt und die fliegen dir immer auf die freien Stellen, wo keine Textilien sind.
Und dann krabbeln sie so, und es nervt. Oh. Dann tust du so mal im Halbschlaf, da so über drüber wischen. Und dann kommen sie genau wieder an dieselbe Stelle. Oh, sowas Nerviges, da könnte ich ausrasten. Da könnte ich ausrasten, aber wirklich. Aber 100 Pro. Die können schreiend davonlaufen, Leute. Ohne Witz. Für mich das Schlimmste, wenn du schlafen möchtest und so ein Viech nervt dich, weil es irgendwo auf dir landet und du merkst es dann so, ganz leicht so dieses Kribbeln. Da könnte ich ausrasten hier. Scheiße, wann dann? Oh. Jesus Christ. Oh. Ein bisschen Seniorengymnastik machen. Oh, Jesus. Naja. Da ja jetzt auch ein bisschen ruhiger Wetter ist, ne? Würde ich sagen. Hätte ja nicht gedacht, dass man mal vor 4 Stunden fertig sind heute. Aber man kann ja auch mal früher Feierabend machen, ne? Kann ja auch mal passieren. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Reihe kriegen nachher. Und dann sehen wir uns ja morgen eh wieder. Oder heute, ne? Guten Morgen zusammen. Also ist Mittwoch, 0.04 Uhr, 0.03 Uhr. Wir haben ja mittlerweile schon Mittwoch. Naja. Aber immer war es lustig, wie immer. Hat riesig Spaß gemacht. Wir haben schön Burger gegessen, auf die ich mich so gefreut habe, weil ich liebe eben diese Fertigburger schnell in die Mikrowelle packen. Aber für mich immer noch die aus dem Lidl, egal welche du nimmst, einfach die Nummer 1. Lidl Mikrowellenburger sind einfach absolute Spitzenklasse. Mein Geschmack, mein Taste. Mag bei jedem anders sein. Ich liebe halt die aus dem Lidl, weil die. Oh, da kann man sagen, Kopf rum hier. Hau ab! Ich muss jetzt die Fliege jagen gehen, die nervt. Und der andere mag vielleicht die aus dem Kaufland lieber oder die aus dem Aldi oder die aus dem, was weiß ich woher, aus dem Netto. Die gehen ja gar nicht. Die aus dem Rewe habe ich leider noch nicht probiert, weil der Rewe einfach zu weit weg ist. Aber vielleicht gelingt mir es irgendwann mal mit dem Auto von meiner Mom zum Rewe zu fahren. Weil die haben so eine riesen Auswahl, da muss ich unbedingt mal hin, unbedingt. Wenn ich wieder Geld habe, fahre ich auf jeden Fall in Rewe und mache einen Großeinkauf. Aber sowas von, Leute. Und dann hauen wir uns mal aus dem Rewe hier einen Burger nach dem anderen rein. Versprochen ist versprochen. Ja. Dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank an alle, die da waren. An alle, die mich in welcher Form auch immer unterstützen. Es ist einfach grandios, was ihr für mich tut. Und schlaft gut, erholt euch gut, habt einen schönen Mittwoch heute. Bleibt gesund und nochmal vielen lieben Dank an euch. Und mir fehlen einfach die Worte, es ist so einzigartig seid ihr. Das hätte ich mir nie in meinen kühnsten Träumen erträumen lassen. Nee, in den Träumen erträumen lassen. Hätte ich mir nie erträumen lassen. Oder nie gedacht, dass es so kommt auf Twitch. Nie gedacht. Also der Dank geht nur an euch. Egal ob jetzt als Follower, als Sub, als Leute, die spenden, Leute, die da sind, egal. Es ist alles so viel mega Geiles, was hier abgeht. Das ist unbelievable, unbelievable. Und ich jetzt besser, wenn ich die Fresse halte, weil ich krieg's eh nicht mehr auf die Reihe. Also Freunde, in diesem Sinne, wir sehen uns heute Abend wieder zum Chips-Test von dem Pombeer und den Funny von Tzatziki und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Schaltet wieder ein beim alten Mann. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde, bleibt's gesund und wir sagen tschö mit Ö und Finger die Karotz, euer Rusty Man. Freunde, wir machen Feierabend für heute. Ich wünsche euch was und schlaft's gut. Angenehme Träume. Euer Rusty. Bye, bye.